glaube, die da ist eine von uns, oder? Achso, soll ich mal kurz speichern vorher, bevor wir... Ja, kannst du gerne machen. Wäre eine Idee. Okay, nee, Alex ist ein Cutscene. Okay. Oh, Charlene. Wir sind doch gerade da angekommen. Er hat doch da gespeichert. Nur weil wir da jetzt eine Dreiviertelstunde rumgestanden haben, brauchen wir doch nicht speichern. Ja, stimmt. Nee, ich müsste dann nur nochmal die... meine Verbündeten nochmal neu spawnen. Na, over, ja. Ja. I must confess, its peculiar relationship with you threw us off course for a while. Most Illithids prefer to dominate their thralls through transformation. But here you stand, only partially transformed. Ah, ja. Tell me, what did it offer? Der ist scheiße lecker. Die Seele halt, mein Gott. Der Glühwein schmeckt wie Kinderpunsch. Ah, amokfruchtig. Gefährlich, gefährlich. I thought you said this one was smart, Wargas. You have fallen prey to its manipulation. Your story ends here. We will reclaim the astral prism. Der wird's mal cool sein können. Einfach mal cool sein. Ist halt voll die Spielverderberin. Oh, ihr endet hier, ich glaube nicht. Ja, bin ich auch dafür. Ja, ja. Death will be yours, Hataka! Ich wollte gerade sagen, selber Hataka. Ist sie jetzt halb zur Klingonin geworden oder was war das gerade? Okay, ich bin noch gar nicht im Kampf drin. Alex, soll ich dir helfen? Mhm, brauchst du nicht. Bei mir bist du ein bisschen leise, ich mach den mal einen Tacken lauter. Ich mach mal bei denen allen Dorn hin, wa? Ah, okay. Ihr könnt erstmal alle in Kampf reinkommen, ja. Gucken, wo ihr so dran seid. Okay, so sollte passen. Hoffe ich. Okay. Sonst, sag Bescheid, Leute. David und die Dryade, wir sind alle gleichzeitig dran. Okay. Ist halt die Frage, ob der da oben was bringt. Ich würde den Kronleuchter sonst abschießen. Ja, aber... Versuch's doch mal. Probier's doch mal aus. Vielleicht hilft das sogar. Müssen wir die Leute an den Portalen nicht an die Portale hindern? Da kommen noch Gegner raus, ne? Müssen wir Portale irgendwie angreifen, oder? Also heißt es, nee, dann beam ich mich erst zu denen da nach oben mit meinem Feuergeist. Meinetwegen zu denen da. Und verteile da erstmal Schellen. Ja, diese Tormeister müssen wir töten. Ja. Elementarsprung. Nee, warte, ich muss erst ein Stück laufen. Okay. Jetzt reicht er jetzt? Ja, jetzt reicht er. Guck, da kommt einer von hinten. Na, Judith. Ich hoffe, der Typ klatscht mich denn nicht gleich um hier. Sie meine ich. Sich runtergefallen? Nee, mit dem Kronleuchter bringt gar nichts. Ich habe gerade drauf geschossen, es ist einfach nur explodiert. Aber eigentlich hätte der runterfallen müssen, dann hätte alles brennen sollen. Ja, das war ja der Plan, warum ich das gemacht habe, aber ist halt nichts passiert, Peiter. Okay. Na, sonst, Jusen, kannst du noch springen? Sonst hüpf schon mal hier hoch, wenn er geht. Könnte ich. Mach das doch erstmal. Du kannst doch David erstmal die da unten überlassen, sonst kommst du wieder reingehüpft. Oder David geht nach hier oben. Wie gesagt, ich muss halt nochmal so einen Extrazug einmal machen hier. Okay, springen kann ich nicht. Aber ich kann gar nichts machen. Also bewegt habe ich mich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Nicht mal springen, ja? Geht. Nee. Naja, sonst musst du halt noch einen Angriff ausführen, Digi. Solltest bloß nicht in die Dornen laufen. Ich hätte wirklich gedacht, du könntest hier irgendwie hochspringen, aber okay. Komisch. Ach, der Baum ist noch gar nicht drin. Aha. Oder? Oder? Doch. Ach, der ist da ganz hinten. Okay. Steht hinten neben mir. Also, sollte drin sein. Er ist bloß noch nicht dran. Ja. Nice. Yes, yes, yo, Jusen. Hab mal was ausgepackt, Freunde. Na, der war doch gut. Hast du gut was abgezogen.
So, muss Yuzen muss noch seinen Zug beenden, dann sind erstmal alle anderen dran und dann ich. Und nochmal 11. Ja, ich mag keine 11 Menschen. Auf den 11. Ich mag keine Menschen. Ich mag einfach keine Menschen. Was nee, es sind gar keine Elfen. Das sind ja die Orks mit spitzen Ohren. Ja, mach. Zionischer Rückschlag. Den immer machen, Yuzen. Ah, okay. Rückschlag immer, okay. Gibst du den Gegner nochmal ein bisschen Schaden mit? Hatten wir ja auch schon öfters, dass der Gegner manchmal nur noch 2-3 Leben hat. Und da hätte der Sionische Rückschlag. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hast du noch genug Leben, aber das hat mich gerade überrascht. Ich bin verängstigt. Na, danke. Hey, du auch. Sehe ich gerade. Oh. Doppelt. Ich muss mich entscheiden. Na, erstmal muss David machen, anscheinend. Na, alle. Achso. Wenn ein Gegner mal. Okay. Hättest du dich auswählen dürfen. Ich wollte es noch zu Ende lesen, Leute. Ich habe zwei verschiedene Sachen, die ich jetzt immer machen kann. Nicht nur den psionischen, ich habe ja noch den anderen. Aber beim nächsten Mal lasst mich bitte lesen, ja? Ich hatte das nicht mehr im Kopf. So, wir sind hier hinten. Was soll denn mein Zauberer machen? Auch mit aufs Portal gehen oder? Wenn du eher erstmal die Gegner hier unten mitklären. Das war der Text. Du könntest hier vorne in die Mitte gehen und den mal töten, der diesen Verbund oder der hier die Verbindung zu dir hat, ja. Den da. Ja. Mal gucken, was hat der und was kann der? Okay, er ist so was Heiliget Richtung Paladin. Hat aber keine Resistenzen. Wenn ich gelaufen bin, kann ich dann immer noch fliegen? Musst du gucken, ob Fliegen Bewegungsrate beansprucht auch. Ja, macht's. Na, dann fliege ich lieber, weil ich kann ein bisschen weiter fliegen und dann stelle ich mich schon hier oben hin. Kann mich weiter fliegen als laufen? Ist ja klar, ne? Magier. Nee, das hat ja was mit unseren Würmern zu tun. So, was ballern wir denn jetzt um die Ohren, meine Lieben? Was Heftiges. Nimm mich da ruhig altmodisch. Haut drauf. Einmal auf die Fresse hauen. Einfach drauf. Einmal bum bum bum. Zielsicher könnte ich halt meinen Feuerstrahl machen. Umso weiter ich den stacke, also wenn ich 5 oder 6 mache, macht er bei 3 macht er maximal 36 Schaden. Aber umso mehr ich ihn stacke, ne, umso höher ist der Schaden. Feuerschaden. Alles andere wäre eigentlich Quatsch oder ich könnte noch Plage bei ihm versuchen. Da steht aber noch extra drunter, Pflanzen erleiden durch diesen Zauber den Maximalschaden. Der kann bis zu 64 Schaden machen und ja, sind bei Rettungswürfen im Nachteil. Ist aber keine Pflanze, glaube ich. Na, Maximalschaden ist bei Pflanzen immer garantiert. Mehr sagt das nicht aus, Yuzen. Ja, okay. Ob ich bei ihm Maximalschaden mache, ist halt eine andere Sache. Ich würde sagen, mal Feuer. Mal Feuer, ja. Okay, na, wenn er Feuer wollt, mach ich erstmal Feuer. Du bist ja extra Feuer stark, oder? Ja, muss bloß gucken, was ich mache. Ich könnte Stufe 3 machen, dann mache ich maximal 84 Schaden. Ja, der macht. Mein Stufe 6 Zauber. Mach du für 4, 84, wenn du. Hey, ich probier was aus, lass mich mal. Ich mach mal doch die Plage. Ich will mal wissen. Ja, dann mach ob die Plage, du Plage. Komm, du Plage, mach die Plage. Ja. 4 Schaden. Ja, will ich angehen, ja. 55% Trefferrate. Was wäre bei den anderen gewesen? 90. Nee, okay, hab mich umentschieden. Gut, dann. Dicke, dicke. Oh, Feuer. Feuer, ja. Feuer, gut. Oh, Feuer, Feuer. Das war aber nicht der mit der Verbindung. Nee, der ist halt weiter links bei dir, Peiler. Achso. Jo. Sorry. Gut. Das ist deine Verbindung, wenn du die aufrechthalten willst, okay. Ihr habt da so ein Draht miteinander, okay. Jetzt kann ich wirklich ja nichts mehr machen. Nee. Na, dann ist es so. Hätte ich auch mich vor ihn stellen können und hätte ja theoretisch auch in Nahkampf gehen können und hätte meine Zauber auf Nahkampfzauber umgestellt hier unten.
Nee, bei dem musst du aufpassen, der hat Parieren drin. Parieren okay. ist, dass du Waffenangriffe, also ich glaube Nahkampf bezieht sich das. Ja, ja. Mhm. Auf Nahkampf. Deswegen kannst du mit dem Baum mir denn vielleicht helfen, David? Dass du schon mal den hier unten... Dann kommst du ja auch ins Kampfgeschehen, wo die anderen sind. Ah, meine Bewegungsrate reicht nicht, um ihn anzugreifen. Aber ich kann ihn quasi verstricken, aber wo ist hier der Unterschied? Warum habe ich zwei das gleiche? Aktion, Aktion. Wo ist der Unterschied? Aber bis jetzt kam noch keiner aus dem Portal, oder? Abreiner Pfeil. Das ist ja geil. Ja. Sowas brauchen wir auch, oder Alex? Mhm. Armbrust, wo die Pfeile abprallen? Ja, ist bestimmt ein Zauber oder so. Gut. Wen könnt ihr denn noch nach oben schicken? Ich versuche ja mit meinem Feuerdude die hier auf der rechten Seite zu klären. Kann irgendwie einer versuchen, da nach oben zu kommen? Also auf die linke? Ja, da wo das Portal ist, ne? Ja, ich würde die Treppen nehmen. Na, wenn du so weit kommst und an den Leuten vorbei. Ich habe ja wirklich gehofft, Yuzi, dass du da hochhüpfen kannst. Vielleicht kannst du es ja jetzt mal versuchen. Ja, ich bin jetzt erstmal noch nicht dran, aber ich würde eigentlich zu diesem Shirai Taskan, der an der Treppe steht, zu dem würde ich gehen, weil der kann nicht parieren. Das heißt, da könnte ich Nahkampf am meisten Schaden machen und dann würde ich hochgehen. Ja, ja, klar, aber dann brauchst du ja noch 2-3 Züge. Also es wäre schon schön, wenn einer Warte, ich könnte vorher noch mal kurz Dawn machen, dann sind die vielleicht verschlungen. Die kann ich aber jederzeit wieder wegmachen, wenn er sie nicht mehr braucht. Ja, dann mach das. So, dass die genau, den for usen und den weiter oben, den 67er. Ja, oder du machst es da, aber ich weiß nicht, der bringt ja nicht, die beiden einfach stehen. Da komme ich nicht ran, das ist zu weit. Ah, okay. Gerade bei den Dreiern kommst du nicht hin, schade. Ja. Kann denn noch einer von den anderen nach da oben? Mit Fliegen oder so? Ich kann es echt mal probieren, wenn ich dran Nahkampf bin. Aber nein, wir können uns alle nicht bewegen, weil wir verängstigt sind. Das ist doch mal eine Aussage. Na, bei mir ist noch ein Gegner zwischen uns. Bei mir ist noch ein Gegner zwischen uns, deswegen vielleicht bin ich gleich dran, aber ich bin wahrscheinlich auch verängstigt, so wie Shaolin. Ja, ist doch in deiner Leiste da drin. Ich komme auf jeden Fall ja nicht dran. Nur mit meinem Feuerding. Und man weiß, vielleicht wäre doch eher cleverer, erstmal den Platz zu machen, damit ich mich wieder bewegen kann. Dann komme ich nämlich nochmal dran. Sonst hat er mich gefesselt. Zu dumm war. Impressive resistance, but futile. Naja, kommst du dir. Anscheinend habt ihr eine Verbindung. Ja, aber ich kann nichts machen. Der muss umgeklatscht werden, der Dude. Wie viel hat die Olle denn noch? Scheiß Kamera. Okay, nee, ich klopse einfach tot. Das auch reichen kann, wenn ich Glück habe. Aber sie steht hinter mir. Komme ich denn auch mit meinem... Ach so, auch wenn man verängstigt ist und Spurten einsetzen kann, kann man nicht mehr... Okay. Kann man trotzdem nicht laufen. Drei Runden geht es. Hat nicht gereicht, scheiße. Scheiße. Ah, naja. Na, dann macht mal alles. 6 Schaden. Und alle machen wir mal 8. Kann sein, dass sie was gegen mich hat? Mag die keine Halborks? Blindheit? Na okay, ob das was bringt gegen den?
Oh, okay, es kommt einer dazu. Jetzt wird's knifflig. Okay! Nicht die hellste Birne im Kronleuchter. Nee, die geht mit dem Kopf durch die Wand. David, bitte. Rette mich! So, kommst du wieder nicht hin, wa? Ja. Obwohl. Hello there. Obwohl du ihn von hinten angreifst, Alter. Obwohl ich liege, Fehlschlag, du Opfer. Bist sogar am Liegen zu schnell, Digi. Ich mach ein Powernapping erstmal. Wie viel Leben hat denn der? Blindheit hält 10 Runden. Shaolin. Wenn es einer schafft, dann der Shaolin. Wir müssen die Portale immer noch schnell dicht kriegen, aber Jusen muss auch erstmal wieder stehen, damit er sich überhaupt um die Leute hier unten kümmern kann. Ja, auch die Verängstigung muss weg. Mit der Verängstigung kann ich mich nicht aber bewegen. Aber hier unten sind genug Leute. Wenn ich kann nur Fernkampf Alex, machen. Geh hoch. Oder er ist ja auch verängstigt. Ich bin auch immer noch verängstigt. 2 Runden lang. So scheiße. Ja. Die Nahkämpfer können sich gerade nicht bewegen, wirklich. Also wichtig ist, falls wir es nochmal machen müssen und nicht schaffen sollten, vielleicht schaffen wir es ja noch. Wir schaffen das, na klar schaffen wir das. Es gibt keinen Altkämpfer. Halt den Dude, der mich gefangen hat, den müssen wir zuerst platt machen. Na, auf jeden Fall müssten jeweils und die Olle hier oben sich über um ein Portal kümmern, das Richtung Portal geht. Aber ich bin ja hier oben voll dabei. Wenn ich mit meinem Feuerding dran bin, dann fällt der eine schon mal und um die anderen bilden, dann mal gucken, ob ich die auch noch alleine schaffe. Aber wie alle kommen wir denn nachher mal hier oben schnell hin? Ist die Frage. Alle? Ist die Frage, ja. Ja. Warte kurz. Was überlegst du? Ich lese gerade bei den Tränken, ob ich dieses Zeug, also hier verängstigt wegkriege. Wir haben ja 20.000 Tränke der Heilung und sowas alles hier. Vielleicht können wir die jetzt mal benutzen. Heilt die Zustände blind, verstummt, gelähmt, vergiftet. Ja, das ist es. Naja, aber es ist ja nicht verängstigt. Also, ja, aber blind wäre es bei mir. Ja, irgendjemand hatte noch blind, aber einer, glaube ich, von den. David gerufen hat. Ach nee, meiner war das hier oben, mein Geist, der ist auch blind. Konsum. Ach, das ist ein Elixier. Das ist nicht gut. Naja, gut, nee, dann kann ich nichts. Muss ich. Aber ist bei dir drin, gegen Blindheit? Ja. Okay, dann weiß ich gar, wo ich es nehmen kann. Ich glaube, ich selber hab's nicht. Ja. 80%. Na gut, dann probiere ich erstmal, auch wenn ich eine geringere Rate habe, den bei Pilot zu töten. Ja. Okay, das war nicht. Doch, ein guter Versuch. Gib den Packung. Hat er so schon mal Schaden gekriegt. Alter. Was hat der denn jetzt gemacht, Alter? FP.
Aber ich glaube, ich bin nicht betroffen, weil ich die liege oder was? Na, du bist nicht betroffen, ja. Lustig. Was macht denn Gedankendieb? Kriegen jede Runde, glaube ich, 1-3 Schaden. Hm. In Mann, ey, echt jetzt? Oh, ein. Bin ich vor denen stehen oder verpiss ich mich? Ich kann mich nur noch ein Stück verpissen. Oh, er brennt doch, wa? Na, oder stell dich neben die, wenn die abhauen wollen aus dem Feuer zum Beispiel, dann hittest du sie nochmal. Okay, dann bleibe ich einfach stehen. Ja, oder noch ein Stück nah ran. Ja. Da geht dann aber nur mit. Oder? Geht's auch so? Ne. Jetzt können sie aus dem Feuer nicht aus dem Feuer abhauen. Gut. Natürlich. Alter, was sind das für miese Viecher, Alter? Jemand, der auf dem Boden liegt, Alter, richtig mies. Na gut, weiß ich ja, wie es hier lang läuft. Welcher Trank war das, Alex? Der grüne da, Heilender Trank. War ich 2 von. Sollen wir mal gucken, ob das bei dir eine Bonusaktion ist. Wo habe ich das andere? Habe ich jetzt rausgeschoben? Naja, egal. Er steht hier. Pass auf, da steht noch meine Olle. Ist einfach noch an. Los, so ein kleines Spell mit 21. Treff ihn ja nicht. Die scheiß Gedankenverbindung. Wenigstens laufen könnte. Nee, das geht auch nicht. Ja, meine. War klar. Er ist deine Gedanken, Dicker. Hat er gesehen? Ich finde es ganz cool, dass der Kampf ordentlich knackig ist. Mhm. Und er holt den nächsten. Okay. Wollen alle mit Alex kuscheln. Oh ja, schütz mich mal. Kritischer Treffer. Oh. Trotzdem. Aber wo habe ich denn jetzt hier die andere Dings hingeschoben? So, die Tränke. Irgendwie habe ich es rausgeklickt. Na egal. Auch ein Blatt, David. Oh Mann. Hab schon angegriffen, aber. Und wieder blind. Okay. Viel gebracht. Ey, das ist so mies einfach. Na klar, warum nicht? Noch jemand? Komm, schieß halt auf mich. Klaff nur Wunder. Frech, frech. Sieht nicht gut aus.
Alter, wirklich. Oh, ich könnte jetzt erstmal heilen. Mhm. Sorry, Leute. Gesundheit. Musste mal niesen. Ah, hat die kribbelt, das Näschen. Klar. Na, du bist auch blind. Oder? Nee, das ist die Gedankenverbindung. Deswegen. Jo. Sieht doch ganz gut aus, wie wir mit dem Leben. Jo. Aber ich verstehe nicht, warum ich nicht aufstehen kann die ganze Zeit. Ich glaube auch, die nächste Runde werde ich immer noch liegen bleiben. Kann sein, Digi. Du hast ganz schön viele Sachen auf dich drauf. Ja, aber vieles ist auch positiv für mich. Naja, also. Gut wäre erstmal, wenn der jetzt umfallen würde. Du bist liegend bis zu einer langen Rast. Echt? Echt jetzt? Da steht da. Oh fuck. Ah, warte, eine liegende Kreatur muss die Hälfte ihrer Bewegungsrate einsetzen, um wieder aufzustehen. Hm. Aber und dass du verängstigt bist, kannst du halt nicht aufstehen. Ja, das ist eine echt miese Kombi, Alter. Liegend und verängstigt, Alter. Ja. Oh, das Spiel zeigt uns noch, wie man es spielt. Ja, also das ist frech, die Kombi. Aber wenn die Verängstigung endlich weg ist, dann müsste ich auch wieder aufstehen können, theoretisch. Dann kannst du wieder aufstehen, ja. Mhm. Okay. Alter, ist das gemein. Kein Fernkampf, kein Nix. Ich liege einfach nur da, wie so ein... Bitte schieß auf mich. Bitte greif mich an. Ah, fuck. Das war das Allerwichtigste, wenn wir denn normal machen, am Anfang die Portale zuzumachen und die Typen... Also zumindest ihn hier zuerst angreifen und dann die andere Olle. Vielleicht schaffen wir es, und wenn nicht, dann müssen wir uns besser hinstellen, ja. Mal gucken, aber ich glaube nicht dran, es werden ja immer mehr. Ja, wir müssen auch... Ja? Kann die beiden vor... Wo zieht Gegenangriff? Ach, der Typ ist immer noch vor mir, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, verdammte Scheiße. Oh. Aha, du Wichser. Ey. Achso, der ist auch immer noch verängstigt. Ne? Das ist gut. Hat der Fernkampf drauf? Nee, okay. Mm-mm. Kann leider auch nicht springen. Nicer, nicer. Mann, ey, die Olle fällt auch nicht um. Doch zuschlagen sollen. Dämlicher Idiot. Oh, Mann, ey. Ja, dann verrecke. Ah, meine Verängstigung ist weg. Sehr gut. Oh. Ja, endlich. Endlich. Hat doch lange genug gedauert. Na, Mann. Ich kann wieder aufstehen. Yay. Das könnt ihr vergessen. Ihr müsst den Typen platt machen, ne? Ich treff den nicht.
Und dann greife irgendjemand anderen an. Soll ich die beiden vor dir angreifen? So wie du kannst. Kannst du kann auch versuchen, hier oben hin zu zaubern. Wollte gerade sagen, kannst du verdickelt da oben hin machen. Der Typ hat einfach eine 28er Rüstungsklasse, deswegen machen wir so wenig Schaden. Na, wegen der Gedankendieb-Verbindung. Ja, ja, damit jeder, der ja verbunden ist, kriegt da plus 1 auf Rüstung. Okay, dafür müsste ich. Ich bin gleich wieder da. Ciao. Dafür auch. Oh, könnte ich ihn aber mit treffen. 55. Weil ich blind bin. Das heißt, ich muss vielleicht auch nur näher rangehen, um den Platz zu machen. Du kannst dich, glaube ich, nicht bewegen, weil du verängstigt. Nee, doch nicht. Dann geh näher ran, wenn es geht. Jetzt schaltet er nämlich auch auf Nahkampfzauber um. Sechs Prozent. Okay. War wohl nicht so, wie ich gedacht habe. Nee, Nahkampf nicht, der pariert. Deswegen hast du nur, glaube ich, nur 6%. Dann lieber irgendein Fernkampfspell. Oder du machst einen Flächenspell. Das kann, glaube ich, auch treffen. Naja, 55 bei dem einen, den ich jetzt habe. Gift versprühen. Oder ich könnte mein Power-Ding machen. Das kann bis zu 64 Schaden machen. Dann ist aber auch tot. Naja, das ist dann aktuell das größte Problem. Aber, also, naja, musst jetzt du, aber gucken, dass du meine Typen in der Nähe nicht alle tötest. Nö, ich erwisch keinen. Okay. Komm nicht bis zu Alex. Bin hört 3 Meter vor Alex auf und ich erwisch keinen drumherum. Okay, okay. Nice. Na Judith. Dann stelle ich mich mal wieder dahin, wo ich die beste Übersicht habe. Achso, geht nicht. Alles klar. Okay. Lass doch meinen Geist in Ruhe. Baby, falls du daran denkst, kannst du deine riesen Ranken-Dinger da wieder wegnehmen? Ja. Die Dornen? Oh, fuck. Nee, alles gut. Schildhieb! Mentale Erschöpfung. Aha. Oh, sehr schön. Null! Mann, ja. Ey. Da beschwört man schon die Leute und so und man macht kaum... Nee, der hat pariert. Naja, trotzdem macht man kaum Schaden. Na doch, man macht schon Schaden, nicht, wenn jemand gut parieren kann. Ja, vielleicht sollte ich bei meinen Zaubern doch mal überlegen, ob ich auch so einen Blindheitszauber und so was mal mit drin nehme. Weil wenn die das nicht mehr haben, dann trefft er auf jeden Fall viel besser. Ja. Ja, bitte, ja. Kritischer Treffer ist immer besser. Dadurch hat er jetzt bloß 5 Schaden gekriegt. Anstatt, weiß ich nicht wie viel vielleicht. Ja, 20 oder so. Yes, yes, ja. Auch Mann. So früh gefreut. Ballert er auch noch auf dich? Oder? Wir müssen jetzt steht doch mal auf, endlich. Mann, ich will's gibt, doch! Ich will es doch! Kein Aufsteh-Button oder so? Nee, ich bin immer noch liegend. Und wie gesagt, da steht immer noch liegend bis so lang rast. Also ich glaube, ich bleib die ganze Zeit liegen. Ey, mir wär's nur, wenn wir neu laden würden. Mir wär's lieber, wenn wir neu laden würden. Wir werden ja sehen, wie die jetzt so weiter jetzt uns laden neu. Soll ich jetzt immer noch heilen oder ansonsten würde ich halt in der. Geh in deine Eulenbärform. Okay. Vielleicht besser. Schaffst du das denn vielleicht nach oben links zum Portal? Ich würde mich dann dahin bewegen, kann ich aber erst nächste Runde eigentlich. Hättest du nicht erst fliegen können und dann Eulenbärenform machen? Nee, dann kann ich Eulenbärenform nicht mehr machen. Dann stehe ich da oben nackig und bin sofort tot. Scheiße. Aber, warte, ich muss gucken, ob es das Richtige ist.
Ja. Bis dahin, David. Genau da. Ja, nice! So wollten wir das sehen. Jetzt siehst du, und durch das Liegen ist der Portal gleich zugegangen. Mega! Jusen, jetzt kannst du mal Applaus drücken. Nee, Jusen hasst mich. Ich sollte noch nie was Nettes für mich gemacht. Kamera nicht mehr rumschwenken. War jetzt locker Alex. Nein, es war ecke. Hab ich doch gern gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin gerade hier einfach nur ein bisschen sinnlos da. Okay. Nee, ich stehe verrückt. Na, jetzt bist du da. Wie ist die denn hinter mir? Aber ich mach nochmal das Gleiche. Da müssten sie ja drauf gehen. So, David, kannst du dieses Ding da jetzt wegmachen? Geht doch. Ja, perfekt. Glaubst du mit mir mal... Ich hab zwar nur noch 21 Leben, aber... Glaubst du mit mir mal auf den 93er da ein? Anheben. Okay. Vielleicht läuft's ja durch. So, Peiler, brauchst du da oben jetzt eigentlich noch Hilfe? Na, ich hab nur einen vor mir, der halb tot ist, und die anderen sind ja alle bei euch unten. Also einer ist noch da in der Ecke. Könnt mit meinem Gnom hochspringen und dir helfen? Nö. Bei deinem Feuertypen. Na, oder? Dann komm hoch. Du kannst ja da... Wir können uns danach ja um die da unten kümmern. Ja. Dann lass die erstmal platt machen. Ah, scheiße. Aber ich kann nicht. Bist du in mein Feuer gesprungen. Ich schau den, darf ich den kurz an die Wand werfen? Wegen zu schubsen? Sollten wir vielleicht beim nächsten Mal genauso machen, David. Im Moment sieht's gut aus, wir gewinnen das Ding jetzt, glaube ich, noch, aber wir hätten uns viel besser anstellen können. Das ist auch immer so. Aber dafür ist es spannend bei uns, muss man ja auch so sagen, ne? Sieht erst aus, als wenn wir Haus hoch gewinnen, dann sieht's aus, als wenn wir verlieren eine ganze Weile, und am Ende gewinnen wir das Ding doch noch. Ist doch voll der Spannungsbogen. Echt jetzt, ich bin schon wieder verängstigt. Was für ein... Kannst du trotzdem angreifen, wenn sie vor dir steht, oder? Sie pariert nur deinen Schlag. Also vielleicht erst einen leichten Angriff und dann einen starken. Das und das. Ich kann nicht so oft hintereinander angreifen. Ich kann nur einmal stark angreifen, wenn überhaupt. Okay. Ja, ich hab immer noch so einen Knaufschlag. Kann ich mit so meinem Knauf so zuhauen. Vom Schwert. Kommst du mit denen da oben alleine klar, David? Kannst den unten erstmal bei dir platt machen. Ah, na, da steht ja auch noch einer. Aber Gott sei Dank, in der Ecke ist auch noch einer, ne? Ja, aber ich teile das mal ein bisschen. Aber ich glaube, der hier vorne macht mehr Aua. Der 41er. Ja, wenn du den hier safe tot kriegst, wäre gut, weil die hier ist nämlich auch nicht dran. Leise. Ich hab's aufgeteilt. Wie ist teleportiert? Ach komm, Alter. Die ist jetzt oben bei meinem Geist, ja. Immer alles auf mich. Aber das ist auch nicht schlimm, da ist der Zwerg und Geist. Wir machen den Feuer und dann Arsch, David. Netter Versuch. Okay. Ich glaube, du solltest sie mal wieder zu Fall bringen, David. Ich war bis jetzt nicht mehr dran. Oh nein. Jetzt liegt David auch. Nicht gut. Aber wo ich müsste aufstehen, ich bin, glaube ich, nicht verängstigt. Nee. Ich liege aber. Okay, ich sag gar nichts mehr. Oh Mann, immer wenn ich irgendwas sage, passiert das Gegenteil.
Was? Immun gegen Feuerschaden? Da hättest du mal vorher gucken müssen, Nase. Ja, na, wo steht denn das? Na, untersuchen? Oh ne, ja. Steht da nicht. Ja. Spielfehler. Cool. Pack alles rein, Jusen. Hab schon alles reingehabt, was ging. Hab zweimal angegriffen, mehr geht nicht. Ah, scheiße. Mit den Knüppeln auf den Kopf. Alle guten Dinge habe ich schon leider. Obwohl, ich bleib hier stehen. Gemacht. Falls er abhauen will. Du wärst so gefesselt. Ja, aber im Nahkampf ist, weißt du, Feuer im Bogen trotzdem schlechter. So, noch hüpfen. So. Kann ich noch ein Stück nach vorne gehen? Ja, da sollte mich keiner. Die sollten auf jeden Fall wieder liegen. Das wäre praktisch. Wenn die eine Runde liegen. Dann können sie aber wieder aufstehen. Ja. Ja, aber dann hast du eine Runde Ruhe. Mhm. Solange du nicht verängstigt bist, dann ist das nicht so. Okay. So, alle sagen die nicht gerade eine Runde? Oh Gott, jetzt. Na, haben sich alle gerettet, Mensch. Na, egal. Na, die hier sind schon alle ein bisschen heftiger. Alles klar. Oh, Wächter. Oder? Ja. Hm. Gib's ihm, Jusen. Yeah, auch ein Crit raus. Oh, fuck. Ich hab noch zwei Leben. Ich stehe wieder. Super. Oh, Peiler. Bleibt eigentlich nur der vor dir übrig, oder? Mhm. Ach, scheiß doch drauf. Oh, 34. Hier ist Länder, vielleicht rutscht er aus. Mal gucken. Neben. Mich auch gerne bei dem da unterstützen können. Aber der Dude kann nur Nahkampf, ne? Der Dude kann nur Nahkampf, ja. Außerdem wäre die Olle als nächstes auch dran gewesen. Natürlich! Ey, der wird dich die ganze Zeit angreifen. Aber dass er einfach übers Eis gelaufen ist, ohne auszurutschen. Verdammte. Angst. Also Schaudin, ich kann dir gleich hochhelfen. Helfen hoch. Fällt aber gleich wieder um. Oder ich kehre erstmal den vor dir. Na, ich bin auch tot. Nein, du bist dem Tode nah. Hä, warum hitte ich die nicht? Achso, weil ich lage zwischendurch. Hauen alle ab von mir und ich weiß nicht warum. So. Kannst du die platt machen vor dir, Jusen? Nee, ich habe gerade Shaolin hochgeworfen. Okay, dann. Weiß nicht, ob das was bringt, aber ich ändere mal die Taktik. Oh, da ist tot umgefallen. Ja.
gar nicht versuchen sollen. Hast du gesehen, wie der Bauch geschwabbelt hat? Okay. Nein! Scheiße, hätte ich sie getötet, hätte ich nochmal angreifen können. Wirklich. Dann, dann, dann. Übrigens nicht der Giyanki da unten ist immun gegen Feuerschaden, sondern der Kerzenständer daneben. Das wird dir angezeigt. Aber die Olle kriegt ja auch keinen Schaden die ganze Zeit. Ne, weil sie den Rettungswurf gelungen hat, aber das, was angezeigt wurde, ist bei dem Kerzenständer daneben. Kannst du, mit T untersuchen. Der ist immun. Ah, okay. Alles klar. Du bist anscheinend nicht immun. Ich bin nicht so immun, ne. Oh. Der ist hast du den Arsch gerettet, Josen? Hab ich gern getan, Dicker. Mit die getroffen wäre ich weg gewesen. Auf sich selbst, wie David so gerne sagt. Ja, es sind ja viele, die jetzt schon so fast tot sind. Aber wenn ich dran bin, werde ich die hier oben alle erstmal wegsnacken. Wenn ich mal wüsste, wie ich mir meinen Trankslot wieder mit reinziehen würde, das wäre auch geil. Aber hier ist es und unten in der Mitte aufs X und dann hast du doch deine normalen Dinger wieder, oder nicht? Ne, ich hab den vorhin bei irgendeiner Aktion habe ich den weggezogen. Der ist eigentlich hier noch hinter den Zauberspells, aber hier ist nichts mehr. Ist auch eigentlich so ein roter Balken. Ja, stimmt. Aber ist egal, ich kann auf den klicken. Gönne ich mir erstmal den. Und dann, wie viel hast du da hinten noch? Physischer Schaden resistent. Oh fuck, ich komme nicht ganz ran. Na, oder kommst du an die oben rechts hier bei mir ran? Da haben wir genommen, dann ist die 5er wenigstens weg. Die da, oder was? Nee, die hier. Warte, wie kann ich einen Ping? Mit Alt, oder? Alt und rechts klicken. Die da. Ja. Oh, ja. Könnte ich treffen, ja. Achso, weil ich hier in dem Typen drin bin. Kann ich nicht. Naja, mach ich das, ist jetzt geil. Hä, da steht doch, dass ich treffen würde. Mach mal oben das Feld. Na, die Zweier, wie gesagt, nicht. Die Fünfer wäre auf der anderen Seite besser, ja. Und dann. Oh, ich habe bloß einen Feuerball, ich habe ja noch welche übrig. Achso, naja. Und die treffe ich nicht, weil die Säule im Weg ist. Egal, dann kriegt sie die Olle einfach ab. Weil die dahinter treffe ich leider nicht. Naja. Hier unten war jetzt kein Leben da mehr, war. Ne, das war nicht. Hier sind alle nur noch da oben. Aber wie gesagt, also ich wäre auch dafür, den Kampf trotzdem nochmal neu zu machen, wenn wir den jetzt vielleicht doch gewinnen. Können wir gerne machen. Halte ich mich ein bisschen im Hintergrund, da oben bin ich ja ein bisschen mehr verdeckt. Genau, genau. Damit du von hinten richtig viel Schaden austeilen kannst. Mhm. Tja, kleine Maus. Mal einen neuen Zaubertrick ausgepackt. Von meinen Würmer aus dem Kopf. Aber weiß nicht, also meinetwegen kann David auch schon neu laden. Wir wissen ja, dass wir den Kampf jetzt wohl gewinnen würden. Oh. Ist wahrscheinlich. Aber lass mal noch mal kurz gucken, bevor du jetzt neu lädst. Genau, was kann die da?
Ach, laden wir neu oder was? Sorry, ich war gerade weg. Ja, wir würden gleich neu laden. Bereit zum Parieren. Wichtige Merkmale. Extra Angriff, Gelegenheitsangriff. Ja, das kann ich auch, das lese ich ja auch, aber ich würde gerne wissen, was die alles, also wie sich das auswirkt bei der, wie oft die angreift. Jusen, kannst du die hitten mit einem leichten Angriff? Ich hab's gerade versucht, die ist zweimal ausgewichen. Die vor mir oder was? Ja. Die da. Achso, ich dachte die weiter hinten. Die am Tisch könnte ich glaube ich wegkicken, die hat nur 14. Nee, mach mal die da. Aber dann könnte ich halt die nochmal angreifen, wenn ich die 14er wegkicke. Ja, aber du kommst ja da nicht ran, oder? Doch, bis zur 14er komme ich, dann könnte ich nochmal angreifen. Na ja, dann probier. Mach. Gerade so. Das kommt aber nicht. Doch, die ist tot. Ja, gerade so. Waren ja noch 14. Ist doch egal, darum geht's doch gar nicht, dachte ich. Na doch. Tot ist tot, ist doch egal. Nee, 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 das war knapp. Okay, okay. Gut. Und ihr wollt, dass diese. Die stört euch da, ja? Ja, macht die mal tot. Guck mal, ob die leicht tot geht, die Olle da. Weil die wird, glaube ich, ziemlich heftig ausrasten, wenn die dran ist. Und angreifen kann. Also ich könnte meinen heftigsten Pfeil auf sie schießen. Pfeil des humanoiden Todes. Und sie ist ja humanoid. Dann mach doch einfach irgendwas und guck mal, ob du die triffst oder... Es ist ja jetzt nur ausprobieren. Okay, 7 Schaden. Das hier muss noch besser. Mhm. Ich dachte, die rutscht wenigstens aus. Ah, scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr runter, natürlich. Ja, gut, aber das würden wir schaffen. Die hat jetzt nur noch 12 da, die Olle. Ja, alles klar. Alter, wie oft kann ich da mit Pfeil angreifen, ist ja geil. Es lag daran, dass du, glaube ich, Gegner getötet hast, dann kannst du wieder angreifen. Nee, ich habe die ganze Zeit nur einen angegriffen. Den habe ich noch nicht getötet, aber ich konnte trotzdem angreifen öfter. Hm. Vielleicht ist ein Pfeil eine vereinfachte Aktion. Und jetzt kann ich höchstens noch laufen und springen. Na, dann. Lädst du nochmal neu, David? Okay, dann lad nochmal neu. Bitte. Sofort, wenn du Zeit findest. Dann gehe ich mir bloß noch mal schnell was Neues zu trinken holen, ja? Oh ja. Okay. Ich bin auch gleich wieder da. Alles klar. Einmal gleich alles abgehakt. Na gut, solange wir sie ja nicht anquatschen, passiert da nichts. Dann würde ich schon mal irgendwie zu einem Portal hochlaufen. Doch, die quatschen dich ja an, wenn du losläufst. Ach so. Wenn wir im Raum sind, quatschen die uns an. Also wie sieht denn unsere Strategie aus? Also mein Plan wäre... Ja, mach du. Ich verwandle mich von Anfang an in einen Eulenbär und spring gleich oben rechts hoch. Naja, die Frage ist, müssen wir denn die Portale schnell töten? Ja, weil sonst kommen immer wieder neue Gegner. Ja, aber sind denn die Gegner so krass, dass wir... Die Typen sind oben bei den Portalen, die neue Gegner spawnen. Ja, das ist richtig. Aber die aus den Portalen rauskommen, die Gegner, die sind doch nicht so heftig. Das meinte ich damit. Naja, doch, das waren Bogenschützen. Der eine hat mit diesen abprallenden Schuss und die können halt meistens immer zweimal angreifen.
Also klar, wir sollten die wahrscheinlich fokussieren, die immer hier bereit zum Parieren sind. Und der eine Typ mit seinen Gedankendings sollten wir wahrscheinlich als erstes töten. Ihr Inquisitor, den sollten wir als erstes töten, ehe er sein Kopfzeug da macht. Ja genau, also das ist ja das, was ich meinte. Also die drei Krassen hier unten, die kommen ja eh zu uns. Genau, aber ich würde trotzdem die oben schon mal machen, weil die spawnen halt immer wieder neue Viecher und dann können die halt immer wieder angreifen. Naja gut, ja, wenn du mit deinem Eulenbär-Dings da oben reinrennst. Ja, oben wenn Paulino rennst, und ich hier unten die Dreier machen, oder? Na, ich würde gesammelt eigentlich hier oben bleiben wollen, wo wir jetzt sind. Du machst die Treppe da vorne dicht. Wo ich schon stehe, okay. Wo du stehst. Peiler und ich bleiben hier hinten, weil hier kann ich aus dem Schatten heraus angreifen. Dann bin ich stärker und Peiler kann seine Sachen da spellen. Und wir haben ja dann auch noch die Dryade und den Holztypi. Schutz. Na, ich würde mit dem Baum nach vorne laufen, weil dann kann ich gut von oben runterspringen und stehe genau direkt dann vor denen und muss dann nicht noch hier unten an der Seite laufen. Ja, aber klar, wenn ich mit meinem Feuerdude aber wieder dahin gehe, müsste ein anderer auf jeden Fall nach da drüben gehen und den Portaltypi. Na, das macht doch David als Eulenbär. Okay. Ich gehe oben links hin. Gut. David? Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber immer wenn ich an meinen Tisch hier in irgendeiner Form ranschuckel, dann startet mein PC neu. Es wäre cool, wenn du irgendwann mal so Zeit hättest in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, dass wir da nochmal reingucken können, was das ist. Ja. Und was ist nicht ganz fix drin anscheinend, würde ich sagen. Ja, ne? Fast Restart. Den haben wir extra eingebaut. Ja, das ist nervig. Wenn ich hier an meinen Tisch ranschuckel, dass ich dann quasi einen restarte. Na Judith, das heißt ja, Alex redet eigentlich erstmal mit denen wieder, ne? Ich würde reinlaufen, ehrlich gesagt. Na, oder David als Eulenbär. Weil du springst ja sowieso gleich da oben links hin. Ja, aber ich kann ja dann nicht wegspringen, wenn die vor mir stehen. Ich lauf vor, okay? Aber was passiert denn? Ich laufe jetzt vorher, okay, Leute? Und warte mal kurz. In 3. Guck mal, was passiert. Warte doch mal kurz. Okay. Ja, nice. Ich stehe schon mal oben und nichts ist passiert. Okay, sehr gut. Oh, können wir die Typen hier einfach hinschicken, dass die nur mit uns quatschen? Guck mal, wenn ich mit dem Zwerg jetzt hier hinlaufe. Ja, die können nicht interagieren, ja. Oh, geil. Dann stell sie alle so, wie es sein soll, David. Oh ja, perfekt. Dann warte ich noch. Geil. Gut, dass ich das noch ausprobiert habe. Und David muss sich eigentlich da hinstellen, wo dieser Holzwald gerade stand. Nee, ich kann nicht laufen, weil ich quatsche so wahrscheinlich an. Ja. Oh. Gut, dann laufe ich jetzt vor, ja? Aber nein, warte doch mal ganz kurz. Achso, du kannst doch mit deiner Dryade nach da oben laufen, David, nach oben links. Nee, die hat nur 22 Leben, wenn die tot ist, dann, weißt du. Achso, na gut, okay. Mit den Spawn spamme ich nur die Dorn von außen. Genau. Warum kommst du jetzt mit deinem Feuerdude runter? Er hält einzelne Personen fest. Peiler, du kommst mit deinem Feuerdude runter. Du musst die Verbindung trennen zwischen euch. Oh, du musst ja bei dem Kettendings drücken. Ja. Ah, alles klar. Jetzt bleibt der nicht oben. Mann, lauf doch mal. Okay, also Jusen macht das. Warte mal, können wir die Feuerschale da noch ausmachen? Kann ich die Feuerschalen hier ausmachen? Jawohl. Ich mach die Feuerschalen mal aus. Kann mal da drüben jemand das Feuer ausmachen bei euch, bitte? Hier die zwei Fackeln hier oben, oder was? Ja, die zwei Fackeln. Nee, da oben an der Tür nicht, das ist mir egal. Die links da bei dir. Jo. Ja, genau. Super. Tippitoppi. So. Jo, jetzt hast du es wieder angemacht. So muss das. Okay, ich bin soweit. Und Jusen muss aber auch weg von dir, der leuchtet eh hell, ne? Ja, ich bin auf der anderen Seite von Jusen. Jusen geht dann nach vorne quatschen. Genau. Gut, dann gehe ich jetzt nach vorne einfach. Hätte ich mit dem Geist die Kerzen ausmachen können? Nee, nee, ich glaube, die können nicht interagieren. Oh, ich hab wieder, warte. Alles gut. Ich bin schon im Dialog, Peiler. Ja, alles gut. Was hat es dir offered?
Ich kann die ganze Zeit laufen. Okay, ist schon mal gut. Also wir, wenn Yuzen sich unterhält, wir können uns noch positionieren, ne? Kann gut sein, dass David sogar jetzt noch hier hochlaufen kann. Ja, ich kann da gleich hochspringen. Was meint er noch? Aber du kannst jetzt schon mal hochspringen, du brauchst das nicht extra als Aktion genau. machen. Genau, das war... Okay, dann kannst du aber deinen Dialog da jetzt nicht mehr fertig machen. Naja, ist doch wurscht. Ich glaube, das geht jetzt, auch. Ich bin jetzt oben rein. Ja, mach einfach. Naja, so ich bin noch im Dialog, alles gut. Ja, sobald er aber dann aber Schaden macht, geht's los. Ja, okay. Das kann gut sein. Aber Husen hat vollkommen recht. Ey, warte, ich warte nochmal, bis die Olle zurückkommt. Vielleicht habe ich alle drei drin. Ah, jetzt. Da war nichts mit warten. Sehr gut. So läuft es. Nice, es läuft noch gleich besser, Alter. Hey, op. Was tut der Schachschauli? Ich hab schon angegriffen. Ich kann ja sehen, weil er im Dunkeln interagiert. Achso, ich kann nochmal. Nice. Ja. Fuck, die sind alle aus meiner Reichweite. Du solltest vielleicht doch diesen Zauber mit Nachtnebel lernen. Dann kannst du um dich rum 10 Meter dunkle Wolke machen. Und dann müsstest du ja theoretisch dauerhaft kritten. Weißt du? Wenn man dennoch Dunkelsicht, wenn du das dann auch noch lernst, dann müsstest du eigentlich eine dicke Kombo haben, wo alle in der Dunkelwolke und wenn du drin bist, dich nicht treffen, aber du sie triffst mit Crit. Dieser komische Acer, dieser Flammenbeschwörte, der ist nicht wirklich wichtig, oder? Psionische Dominanz, nice. Oh, es hat geklappt! Nice. Der Zauber ging nicht durch, ich hab ihn zurück. Nice, Alter. So muss das. Alter. Ah, sieht doch schon gut, mal viel besser aus. Haben. Fehlschlag. Auch schade. Gut, ihr habt jetzt gesagt, ich muss jetzt erstmal Inje platt machen, ja? Die Zauberin irgendwas und so, davor Alex. Na, der Inquisitor macht seinen Hirnscheiß, meiner Meinung nach. Ja, praktisch. Ja, mach mal den blind sind. Solange der noch nichts gemacht hat. Ja, kommt nach mir dran. Frage ist halt nur, stelle ich mich direkt vor ihn, aber da macht er mich, glaube ich, platt. Ich muss halt einen Zauber von hier hinten eigentlich machen, oder? Ist das deine... Eis oder so, ja. Aber steht unser Feuerdude halt, ne? Hast du nicht Single-Target-Damage? Drei Feuerdinger. Und dann gleich mal Stufe 6 auspacken, oder was? Auch rein. 95% Trefferquote. Volle Kanne drauf. Da war ein Fehlschlag dabei. Und leider auch nicht bis 12 hoch, sondern nur drunter. Ja, aber immerhin 50 Schaden, ist so in Ordnung. Hat ja. Der schon mal ordentlich Schaden gekriegt, der Typ. Ja, kann mein Feuerdude gleich noch zuhauen und dann. Jo. Na, die ist da. Da bist du aber nur 40 Schaden. Welche Queen? Zack, kriegt auch nochmal Damage. Sehr gut. Okay. Ich glaube, Yuzen, Yuzen hat steht jemand auf dich. Hat sein Ziel gefunden. Hast deine neue Freundin. Dafür ist er wegen seinen. Das ist ein Stufe 1 Dude oder Stufe 2 Dude. Der ist einfach zu lasch gegen ihn. Deswegen kommt der Stufe 11 zu mir, sagst du. Naja, der wird jetzt 2 Hits von ihm tanken, wenn er ihn angreifen sollte, und dann ist gut. Scooter? Ja, nice. Ja, der hat schon operiert, aber. Okay, er geht nach hinten. Also er geht wirklich auf Entfernung gerade. Wir müssen alle oder recht schnell dicht dran.
Er ist dran, sie da oben. Warum tut sie nichts? Internet läuft noch, Aufnahme läuft noch. Warum tut sie nichts? Sie ist doch dran. Nein, da Jusen, David und der Holzdings ist dran. Ja. Okay. Ach Mann. Was ist doch mal. Achso, erstmal zu der Eulen das Ding da oben ausmachen. Zack. Mhm. Und dann springen wir mal nach da oben. Sehr gut. Yes, yes, ja. Gib ihn auf die Fräse, alle Mann. Wir müssen nach oben weiter. Oh, was ist denn jetzt passiert? Tot. Jusen hat seine Seele geopfert. Hm. Ja. Er spricht da sein Eid, dann opfert er seine Seele. Ey, dieser Typ. Doch, doch, bei der Rettungswurf gelungen. Schade. Ja, ja, ich hab's gesehen, ich war ganz dicht dran, Digi. Die ist nicht ohne. Na, dann hau mal zu da mit deinem. Ich glaub, bei der mache ich mit Magie besser Schaden als du beim Zuhauen. Solltest vielleicht dann eher mal die versuchen. In der nächsten Runde. Ja, nice! Das ist auch gut. Beide treffen ist immer mega. Danke, beide. Dein Zuspruch motiviert mich. Naja, aber. Nachdem du deine Klasse ja umgebaut hast, weil der aus Versehen, wusste ja auch keiner am Anfang so, du dich für 5 Klassen entschieden hast, anstatt nur für eine oder 2, macht das jetzt schon echt einen riesen Unterschied. Ich bleib mal hier stehen, weil vor mir die Treppe runter ist Alkohol. Also falls jemand Feuer hat, dürft ihr gerne auf den Alkohol schießen. Hat er sogar mehrfach. Bräuchte mit meinem Feuerdude bloß da hingehen, dann müsste ich aber sie hier oben ignorieren. Sieht David aus, als wäre David bis. Nee, der wird jetzt ein bisschen gefoltert. Gib den Packung! Jo, hat er ordentlich. Alle Mann zusammen, Alter. Ja. Machen wir mehr oder weniger den Iron Man. Da ordentlich gekriegt. Ach man, jetzt bin ich schon wieder gelähmt, Alter. So, ja, nicht. Steh ja noch vor ihr. Ja, du musst jetzt aber safe treffen, ne? Sonst bin ich. Sonst kann ich nichts machen, die Runde. Safe treffen. Ja. 60%. Ja, die muss weg. Oder liegen zumindest. Nee, er muss sie nur treffen, damit die Konzentration weg ist. Ah, okay. Na, er muss sie nicht töten, er muss sie nur treffen. Okay, triff sie, okay. Dicker. Kein Fehlschlag. Ja, na, wenn wir keinen Fehlschlag wollen, mache ich das anders. Dann teleportiere ich mich nach hinten. Ja. Und mach meine Feuerkugel auf den Boden. Na, Hauptsache, damit du treffst sie. Treff ich sie 100%ig. Okay. Naja, damit treffe ich, weil sie steht drin. Ich muss nicht mal auf sie zielen, obwohl da 20 steht, ich treffe sie so oder so. Oder willst du lieber 60% Nahkampf? Mir ist es egal, Hauptsache du triffst. Ich treff. Scheiße. Aber es hat nichts gebracht. Nee, er hat den Rettungswurf Konzentration gelungen. Ja, sogar doppelt gelungen. Ja. Aber ja, die dann rennen vielleicht gar nach, keine Ahnung. Kann ich nichts machen. Die Runde. Alles oh. Klar, dankeschön. Läuft bei dir. Alter! Okay, oh, Pelle, du kriegst Besuch. Hm. Oh. Zack. Okay. Hast du jetzt nichts einfach, weiter gemacht? Einfach berührt. Einfach hallo. Einfach nur angetouched. Hey. Du und, deine Verbündeten seid nicht von schwierigem Gelände betroffen in der Nähe und könnt nicht festgesetzt oder gelähmt werden. Und ihr seid giftresistent. Ja, nice. Geil! Von deiner Dryade oder was? Ja. Aber wenn du jetzt wieder rausgehst und der Kreis endet. Ja. Nö, ist nur. Okay, cool. Also, er nimmt es weg. Wenn er heilt komplett. Ranläuft. Nice. Ja. Also bei das den drei cool. Effekten. Ah, sehr gut. Das ist natürlich geil. Gift, Nemo und noch was anderes ist egal, aber trotzdem nice. Schade, dass deine Dryade nach mir dran war. Ja. Na gut.
ich bin ja dann auch noch dran. Ja, irgendwann bin ich dann wieder dran, ja. Soll ich mich immer noch um den Dude da kümmern? Achso, David, kannst du vielleicht ein Feuer in dem Alkohol, wo der eine Typ hier steht? Kannst du auch ein Spell auf die beiden machen, wenn du sie triffst. Oh ja, ich kann keine. Also, ich guck mal. Achso, ich bin kein Feuer, okay. Na, ist ja jetzt halt die Frage. Hab keinen Schaden bekommen. Soll ich jetzt immer noch den Dude da hinten angreifen? Oder? Hab ich ja gerade gesagt. So mal, bei Alex. Versuch die beiden da oben zu treffen. Mit einem Flächenzauber. Ja, na, oder den Inquisitor halt. Nicht, dass er so. Na, der Inquisitor kommt ja jetzt sowieso zu dir hoch. Den kannst du da dann machen. Also David kämpft ja eh schon gegen mehrere. Ja, ich mach die drei hier oben in den einen. Es geht mir nur darum, weil das denn nicht wieder sein Flächenzeug macht, weil dann haben wir alle nur 5% Angriffswahrscheinlichkeit. Ja, das ist richtig, aber Pilot trifft ja von da hinten den Typen nicht mehr wirklich, oder? Ja, naja, eher dann nur 10% hat, ist klar, dass er jemand anderen trifft, aber solange er den noch hinten gut trifft, der muss. Da ist die Frage, ob man da noch die Reichweite hat mit seinem Spell, weil da hinten sieht schon duster aus. Müsste ein kleines Stück dich daran. Für 18 Meter. Wie gesagt, dann würde ich würde sagen, dann greift die beiden hier oben an, weil die haben auch noch 96 und 77. Würde ich ihn treffen. Aber dann treffe ich auch den Baum. Wollte ich gerade sagen, da steht der Baum. Okay, dann macht die da oben, ja. Beiden da oben haben auch noch dicke Leben. Beziehungsweise der Baum ist eigentlich. Okay. Achso, nee, dann muss ich eine kurze Rast machen, dann kann ich den Baum wieder spawnen. David, du musst so aufpassen, dass du nur drei Leben mit deinem Eulenbär, ne? Ja, ich konnte bis jetzt ja nicht mehr angreifen. Ja. Bin ja da hoch, bin einmal hochgesprungen und seitdem bin ich ja nicht mehr dran gewesen. Na, und heilen kannst du dich ja auch nicht. Ja, wenn ich klein werde, kann ich alle heilen, ja. Na, das ist klar. Aber als Eulenbär selbst kannst du dich nicht heilen. Ey, ich kann ja immer noch Heiligtum auf mich drauf machen. Okay. Stehe ich da oben und die können mich 10 Runden nicht angreifen und ich kann in der Zeit euch alle heilen. Aber bis jetzt braucht ihr eigentlich keine Heilung. Nö, geht eigentlich ganz gut gerade. Machen sie jetzt nach und nach platt. Losen ist wieder verängstigt. Kann dir gar nichts. War ja wie eine Streicheleinheit für dich. Aber nur eine Runde verängstigt, das ist okay. Mhm. Ja, du musst dich ja eh nicht bewegen. Würdest ja eh den, ne? Na, ich wollte eigentlich zu dem anderen laufen da drüben, aber der. Jetzt geht's ja nicht. Jetzt muss ich ja den angreifen hier neben mir. Jo. Freundlich wie er ist, kommt er extra zu mir. Ja, ich hau den erstmal hier. Von dem wollte ich eigentlich angreifen. Ja, das musst du doch trotzdem machen. Ah, scheiße. Das ist ein scheiß Rettungswurf. Den Weg abschneiden. Ah, schade. Sehr gut. Ah, ich hätte den Gnome noch näher ranmachen, dann hätte er jetzt auch nochmal zugeschlagen. Scheiße. Mhm. Ah, natürlich. Ja, da aber nicht. Also Rettungswurf, hast du geschafft, ja. Alles gut. Nochmal Glück gehabt. Aber immer als Erste bei mir. Immer als Erste bei mir. Der kleine Bastard. Aber zum Glück lädt er gleich drauf. Der geht gleich drauf. Was? Jusen. Alter. Naja, wenigstens 15. Ich kann nicht schubsen, falls das irgendjemandem hilft. Oh, bei allen gelungen. Tja, David. Das ist eine Aktion. Wenn die jetzt denn das nächste Mal alle zuhauen, sieht das ja schon schlecht für dich aus. Na, dann. Ist die Frage. Jetzt musst du mal was Dickes auspacken. Ob sie dich hauen. Ja, sie gucken ihn alle an und er hat zwei auf jeden Fall sehr starke Gegner dabei. Hauen die dich, wenn du jetzt da wegfliegst? Ja. Aber wenn du jetzt fliegen würdest, würden sie dich schlagen. Ja, und nicht.
Da kriegst du nicht einen von denen weggekillert? Oder zwei? Er muss halt aufpassen, er müsste halt... Na, den... Ich kann mich unbesiegbar machen für 10 Runden, dann können die mich halt nicht angreifen. Ich könnte aber auch... Du könntest doch den Vierer töten, dann kannst du nochmal angreifen und den 22er Schaden zufügen. Stimmt. Du hast Blutdurst drin. Das wäre auf jeden Fall besser. Ja, stimmt, ja. Ich mach mich danach unbesiegbar, das ist nicht eine Aktion, oder? Ich guck nochmal. Mach jetzt mal die zwei Killer, versuch mal die zwei wegzukillern und dann probier noch mit diesem. Ja, die Idee ist, dass er jetzt den Vierer tötet und nochmal eine Aktion kriegt und dann heilst du. Ja, ich weiß. Ja, genau. Perfekt, das hat geklappt, sehr gut. Aber killen kann ich die nicht usen, ich bin kein Nahkämpfer. Der ist aber tot. Ja, der hatte ja nur noch 4. Ja, ist aber tot. Er sagt, er kann keinen killen, aber trotzdem ist er tot. Ah, scheiße, Heiligtum ist eine Bonusaktion. Womit habe ich denn die verbraucht? Na, mit deinem Schrei, oder? Ah, ja, stimmt. Scheiße. Okay, dann müssen wir den doch Schaden machen. Oh, hau zu. Weil dafür mal weg ist doch nice. Obwohl, ich kann mich wegteleportieren und die wahrscheinlich umhauen. Da hau ich 2 um und hier hau ich 1 um. Und dann gehe ich hier erstmal in die Ecke. Na dann. Ja, nice. Ah, scheiße. Bleib nicht liegen. Und jetzt kann ich immer noch fliegen. Ja, also nice. Alter. So ist doch gut. Und jetzt können sie dich aber nicht mehr hauen, ne? Ja. Ja, na, gute Kombo. Müssen wir uns merken. So, also den Dingsboost, den Energietunnel. Oder? Den Energietunnel hast du jetzt gemacht, ne? Genau. Mhm. Und dann, okay, fliegen. Und dann fliege ich zu Yuzen einfach. Ja, irgendwie dahinter, ja. So, positionieren wir uns wieder da hinten hin, ja. Naja, nur David, weil er ist jetzt nicht mehr in seiner Eulenbärgestalt. Ah, okay. Und wir müssen jetzt eh zu uns, oder? Ne, okay. 6 abgezogen, du Hund. 6 ist gut. Boah. Der Elementar kann's ab. So. Die braucht echt mal eine Schelle zum Aufwachen, Heinz, oder die viel. Jetzt ist ja die Frage. On my way. Ein neuer 6E. Ist der 24er voll die Wegpeilerus? Versuch mich sogar gerade wegzuporten. Weil ich stehe da hinten ganz schön scheiße. Jusen, du bist nicht vielleicht mehr verängstigt. Nach hier unten. Ja, nice, wieder. Na, weil ich ihn hier tötet, weil ich ihn hier getroffen habe. Achso, nice, danke. Achso, die Konzentration ist wieder weg, ja, okay. Genau. Alright, das kann ich mir noch verstecken. Geil. Nächste Runde garantiert. Bin mal zu deinen Dudes gekommen, ja, David? Oh. Nice. Die Rose Runde hat, glaube ich, ein bisschen mehr Impact gehabt. Ja, aufpassen, die Olle ist dran, die ist gefährlich. Wen hat sie? Ich schätze ja keinen. Ja, meine Dryade. Ja, die ist weg. Ah, okay. Daneben! Ach, A2 ist aber nichts. Das stimmt. Reisenkratzer. So, wen soll ich jetzt in den Popo? Soll ich eher die Angriffe auf die beiden jetzt aufteilen, oder? Tue Dinge. Ja, kannst machen, was du willst. Auf jeden Fall müssen weniger werden. Ja, die Sache ist halt, ich kann sie beide angreifen. Ihn hier hinten kann ich nicht mit Flächenangriffen angreifen. Und sie könnte ich auch voll mit einem Flächenangriff. Wenn du zwei angreifen kannst gleichzeitig, dann machst du das einfach. Das ist nochmal eine Aussage. Am besten ist es, wenn du das koordinierst, weil du hast ja einen Überblick über deine Zauber. So erster, zweiter, dritter Grad und wie viel Schaden du mit den einzelnen Sachen machst. Naja, logisch. Aber die Sache ist ja die Frage, wenn ich sie hier rechts von mir angreife, ob ich halt den maximalen Schaden mache oder nicht. Und genauso wie wenn ich das aufteile. Naja, das musst du doch einschätzen. Ja, dann mach die in der Ecke oder die drei da oben. Obwohl, nee. Sind es nur noch drei? Nee, ist nur noch einer. Nee, zwei. Aber ja, mach einfach, was du lustiger findest und wo du die bessere Trefferchance hast, okay? Genau.
Versuch dein Glück. Wann ist denn er hier dran? Also als nächstes ist der hier dran in der Reihe. Aber ich glaube, den kriege ich vielleicht sogar weggekillt. Nee. Ja, der hat kein Parieren mehr. Den müsstest du jetzt tot kriegen eigentlich. Nee, ich krieg nur maximal 22 Schaden. Mit der normalen Waffe. Ich kann es zwar zweimal angreifen, aber ja, trotzdem maximal 44. Das ist halt noch nicht genug. Na, aber vielleicht krittest du ja, dann ist doppelter Schaden. Ich komme echt nicht rein. Weil, wie gesagt, komm dahin, wo du hinkommst. Ja, er probiert doch gerade, lass ihn doch machen. Achso, okay. Siehst du doch, er guckt doch gerade, was er machen kann. Ja, Verzeihung. Naja, pöbel ihn nicht voll, Junge, lass ihn machen. Halt die Schnauze da. Ich halt mal fressen, kein Problem. Spiel an deinen Eiern. Schon wieder? Die gehen ja kaputt. Du sollst die Fresse halten. Ja, Saya, Verzeihung. Ich höre dich atmen. Sorry dafür. Ich hab Asthma. Sicher jetzt erst. Mein Standardfeuerball macht jetzt sogar schon bis zu 30 Schaden, ne? Ja. Weil du ein krasser Magier bist. Ja. Weil du einfach heftig bist, Dicker. Du bist der Geilste. Machst du eine Aktion, oder? Ich überlege gerade, also entweder hau ich. David, du bist doch mit deinem Zwerg auch noch dran, oder? Nee, ich bin erst Nachteiler irgendwie dran. Da kann ich Eis. Achso, okay. Ich habe nur noch einen Fünfer-Spell. Den hebe ich mir lieber für einen Notfall auf. Dann machen wir. Ah, nee, da steht keine Reaktion möglich. Bin nur. Ah, nee, das ist mein richtiger. Hier, okay. Dann machen wir den. Muss ja auch erstmal rauskommen, ne? Nice. Haben wir doch machen, Peiler. War doch gut. War doch hübschi. Oh, jetzt krieg ich wohl gleich auf die Fräse. Vielleicht noch fliegen. Komm, du fliegen, du kannst doch springen oder laufen. Sporten hast du da auch noch. Oder? Das ist doch Sporten bei dir. Eigentlich ist es auch scheiße, wenn ich mich von dir wegbewege. Ist egal, ja, ich krieg gleich die Fräse. Ja, bleib doch da, wo du bist. Verstehe ich doch nicht. Oh, fuck. Verängstigt, ja? Und bereit ja. Zum Parieren. Ich hab's gesehen, Jusen. Und scheiße, der Druide ist weg, scheiße. Der Druide Kacke ist weg? Kack. Ja, der ist doch gestorben vorhin. Achso, die Druide. Die Dreade, ja, die uns hilft, damit wir nicht nur verängstigt sind. Ja. Alles war nur gelähmt, oder? Ja, auch verängstigt. Ja, ich weiß es nicht mehr. Sorry, Leute, wenn ihr gerade keinen Ton habt, aber ich muss mal was gucken. Aber solange ich nicht liege, Freunde, ist alles okay. Mach das nicht mit deinem Überhitzen. Ja, ich gucke das. So? Wenn, weil der Baum doppelten Feuerschaden kriegt. Nee, ich habe mir jetzt so hingestellt, dass ich nicht treffe. Okay, dann ist gut. Eine Festplatte ist gerade vollgelaufen. Ja, okay, kann ich nicht ändern. Ah, ich nehm's ja auf. Okay. Den, haben wir das schon mal erledigt. Können wir gleich wieder rein. Auch wieder Rechner neu gestartet wurde, ja? Hast du wieder auf eine Aufnahme gemacht? Ja, ich hab ja alles wieder am Laufen. Ist quasi nur unterbrochen, die Aufnahmen, aber. Aber ist ja egal. Ist ja nicht schlimm, kann ich ja zusammenschneiden. Nice. Habe ich nicht aufgepasst, aber die andere Festplatte wäre auch fast voll. Ich muss erst noch die letzten paar Sachen in der Woche arbeiten, ne? Und dann habe ich bestimmt wieder fast eine halbe Terabyte frei oder so. Oh, mal gucken, was David macht. Der haut auf jeden Fall zu, der Junge. Der haut zu, du. 14 Schaden beim Parieren. Haut darin. Mach ihn platt. Na, ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Nö. Der Kopf geht auch nicht. Er kann sich nicht bewegen. Wenn er sich nicht bewegen kann? Na, weil er verängstigt ist. Er kann sich nicht bewegen, aber Fernkampf geht eigentlich. Hat er doch gerade gemacht. Hat er so einen Mond. Hat er so einen Mond. Ja, wir sind nicht alle so eine dreifach Klingenangriffskämpfer wie du. Warum eigentlich nicht? Verstehe ich auch nicht, aber ist so. Oh nein, mit wem? Oh, mit Pfeiler. Mit mir. So viel mag er nicht. Sonst. Ja, ist aber.
Hat ja jetzt nur einen, also eine Rüstungsklasse von 16. Das ist jetzt nicht so viel. Nicht wie 28. Wenn ja. die anderen dreimal um ihn rumtreffen würden, wäre das super. Jo. Oh, Yuzen kann sich nicht bewegen. Oh, er kann auch hinter ihr die Olle wegklappen. Ja. Kann er tuten. Tutentäten? Tutentaten. Nee, komm da leider nicht ran. Hä? Du kannst deinen Sperber werfen auf jeden Fall. Ja, ansonsten werfen Speer auf die da. Wenn's besser ist. Auf wen? Die da. Wenn das besser ist, dann werfen wir Speer auf die, weil den hinter dir krieg ich vielleicht besser. Ja. Ja. Yuzen braucht ja noch eine kurze Runde. Ich bin gleich wieder da. Kannst die hinter dich echt nicht angreifen? Doch, auf die könnte ich auch einen Speer werfen. Na, boah, aber normaler Angriff wäre nicht gegangen, ja? Nee, das war zu weit weg irgendwie. Und wer hat die höchste Trefferchance? Ist hier da nicht. Hinter dir? Na doch, eigentlich, wenn du... Nee, nee, wirklich. Wie gesagt, gerade steht hier es nicht. Ich weiß ja, was du meinst, aber gerade steht es nicht. Vielleicht trifft er immer. Ja, versuch die. Ach so, vor mir ist 42%. Mhm. Bei dem anderen sehe ich halt gar nichts. Ja, das ist so weit weg wahrscheinlich. Ja. Denn vor mir, oder was? Oh, wenn du gar nichts machen kannst. Oh. Sehr stark, aber 9. Ja, aber wir haben auch Schaden bekommen. Was wäre denn mit der gewesen? Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt, der ist jetzt eh egal. Nee, ich kann nochmal angreifen. Achso, dann schmeiß den Speer nochmal nach hinten. Aber ich kann nicht werfen, wie es aussieht. Achso. Doch. Ich kann werfen. Wohin? Die. Triffst du die oder den da? Oder wen? Die hier oben. Na, wen denn nun? Oder den? Nein, nicht da hinten, das macht Flächenschaden. Dann kriegen alle da hinten Schaden. Warte, die. Die da, ja, 81%. Ah, oh, super. Hau raus, den Dreizack. Nice, oh, die oben hat. Die da Schaden. Oben hat auch Schaden bekommen. Nice. Na gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Werfen ist gar nicht schlecht. Erst recht, weil sie ja Schaden manchmal kriegen. Bei nur mir ist durch den Speer so und durch den Zauber. So wie Schubsen und sowas. Ja, gut. Genau. Durch den Speer halt. Schillig. Und wie gesagt, okay. Der Speer macht ja nicht nur den normalen Schaden, der macht ja auch noch seinen Dings-Schaden. Du hast den da oben ja gerade 10 und 14 abgezogen. Das ist schon 24, ist nicht schlecht, Alter. Dafür, dass du den unten abgeworfen hast und der oben 24 Schaden gekriegt hat. Das ist ja, schon, stimmt. Schon dolle, gut. Jetzt müssen wir Rückstock immer. Okay. Ihr müsst mich bloß mal aus der Lähmung rausholen. Das also, wird schwierig. Sterben. Oder irgendjemand hat einen Pfeil, wo man den draufschießen kann. Aha. Nee, der ist ja, guck mal, der steht jetzt bei allen da unten rum. Ja, stimmt. Und Peiler ist ja recht spät. Nee, ich hab noch 21, okay, also. Na, Peiler ist mit dem Zwerg zusammen dran, wenn der Zwerg da oben auf die Olle da draufhauen kann. Ja, der Zwerg muss den hier jetzt platt machen vor mir. Obwohl, der Elementar ist ja auch dran, ne? Die steht direkt neben dem Elementar. Ich hab schon zugehauen. Achso. Der Zwerg muss jetzt gleich, wenn du dran warst und die anderen zwei, muss der Zwerg hoffentlich mit 7 Schaden den Typen platt machen. Zack. Okay. Sonst komme ich nicht dran. Also ich komme eh nicht mehr dran, glaube ich, denn. Jetzt ein paar, ja, ich glaub, na doch, wenn der Zwerg einen platt macht, dann komme ich nochmal dran. Bin er mit dem Zwerg verbunden, ist er hier. Ja, aber der ist irgendwie nach dir dran. Und muss ich warten, bevor du den Zug zählst. Okay, obwohl die verbunden sind. Ja. So. Na, schade, dass ich die Doja platt machen, Alex? Ich habe nur 11 abgezogen bei dem leider. Okay. Weil der pariert hat. Aber trotz parieren 11 Schaden gemacht. Ja, meiner macht 10 Schaden weniger, also 21 irgendwie. Hier oben jetzt ganz blöd gefesselt. Ja,
versucht auch ihren King zu retten. Jetzt ist der Treffer 5. Das ist schon ein bisschen lächerlich. So, jo, ja. Bin ich lebend. 50%. Kannst du zuhauen? Obwohl, ich kann das mal so machen. Ich bin noch dran, David. Wenn du mich da rausholst, glaube ich, kann ich nur machen. Ich bin in meinem Charakter drin. Nice. Ja, aber du musst die da hauen. Die da musst du hauen. Ja, schade. Ja, aber ich hätte an dem ja auch nicht vorbeilaufen können. Musst du den so oder so töten. Alles gut. Da wenigstens ist er weg. No. Hey, du bist nicht mehr gelähmt. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Nee. Hat sie gedacht, war Alex? Hm. Hat sie gedacht. Hat sie gedacht, ja. Das mit den Würmern und der Fähigkeit, wenn die alle drin haben, dieses Parieren, ist schon geil. Ja. Auf jeden Fall. Also ohne den extra Schaden wäre es wesentlich schwerer. Ja. Also erst recht in dem Kampf. Die Olle unten ist weg, ja, die ist da. Ist noch die auf der anderen Seite? Oder ja, die hier, die ist auch heftig. Die hier. Na, und hier unten halt. Ne? Da ist so noch Ziele. Ah ja, die an der Ecke, die 28. Ja, mit dem Fernkampf vielleicht oder sowas. Du hast. Die kann auch gut austeilen, ne? Also die dürfen wir jetzt auch nicht unterschätzen, nur weil sie wenig Leben haben. Ja, ich würde die 28er da unten nehmen. David, du hast auch einen Bogen, ne? Achso, nee, ist ja gar nicht mehr. Ja, du hast nicht mehr den Bogen drin mit dem. Ich werde auf jeden Fall erstmal die platt machen. Jo. Weil alle anderen da oben sind schon so viele. Beziehungsweise ich habe noch so viele Zaubersprüche, ich kann ja auch noch mal. Du kannst ja mal einen raushauen. Solange wie du keinen Stufe 5 oder 6 Zauber nimmst, ist alles gut eigentlich. Kannst eigentlich alles auspacken. Kannst mir auch gerne nochmal sagen, wie sie heißen. Du hattest jetzt gerade den Blitz in der Hand, oder was? Oh. Ja, den habe ich. Aber das ist halt ein Strahl. Aber der gibt bis zu 30 Meter. Kann aber nur ihn, kann er nur ihn treffen. Aber ich überlege, ob ich hier diesen Mondstrahl mache. Der macht halt 50 Schaden und den kann ich danach noch ein paar Mal einsetzen. Such dein Glück. Würde ich die Elfer da oben erstmal weghauen? Na, dann gucken wir mal. Hau raus. Sehr gut. Ich kann ja hier dann erstmal wieder zurückrennen. Ja, wieder eine weniger. Jo. Nice. Da waren's. Nächsten ausgeknipst. Da waren es nochmal 3. Also die 13er oder die 22er? Warte, wann kann ich ihn eher töten? 20er. Yuzi. Bitte keine Eispfeile mit Flächenschaden schießen, wenn da ein Feuertyp neben steht. Danke. Verzeihung. Das hat mir ein bisschen Aua gemacht. Hat er gelöscht. Wir bleiben einfach daneben stehen und dann zack. Oh. Gott, die Fresse. Du musst nur noch Yuzi seinen Zug beenden. Wie der Gegner auf dem Fass hängt. Da war es nur noch Numero Uno. Out of sight, out of mind. Was wird Alex tun? Kann nicht so viel machen. Pfeil ins Gesicht! Junge. Gerade schöne Perspektive bei mir im Stream. War leider nur das möglich. Kurz mal an dich doch wie so eine Mücke. Oh. Doch, hat sie sich gedacht. Haut so gleich wieder ab. Was für ein Opfer. Tja, Mäusekind. Wenn ich im Dunkeln bin, dann bin ich ja nicht mehr zu treffen.
War dumm, dass ich mich direkt unter eine Kerze gestellt habe. Ist meine Murmel hin? Wie viel hat sie noch? Nochmal einen Arsch voll gekriegt. Fehlschlag. Wie sie da gerade rumgebackt ist. Bei mir macht sie einen Spagat. Warum hast du denn deinen Mondstrahl jetzt? Ne, den kann ich doch 10-mal einsetzen. Wir sind fertig, ne? Ja, ich habe ihn weggesetzt, ehe da jemand durchläuft. So. Achso, ich speichere erstmal. Jo, bitte. Das ist der. So, dein Mondstrahl weg, ja. Oh. Silberschlüssel. Meine Truhe. Nein. Nicht meine Truhe. Lässt da wieder alles andere stehen, geiert dann nur auf diese Kacktruhe. Ja, na klar, und du doch auch. Das hättest du mir ja nicht klauen können. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, ja. Mann, 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 Mann. Wir sind nur in den Feiertagen. Einmal mit Profis. Oh, bei mir war eine Wahrnehmung an der Statue in der Mitte. Könnt ihr mal alle in die Mitte gehen? Gleich. Na, links, rechts habe ich mit Usen gemacht. Oben. Oh, ich hatte hier gerade eine Wahrnehmung. Ah, da ist ein Knopf. Hier geht's weiter. Geheimzimmer. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful. Einer ist bei Usen fehlgeschlagen. Oh, da ist ein Schwert. Schwert des Imperators, geh ich mal hin. Bei mir hat er geklappt. Hier ist eine Geheimtür im Schrank. Nice. Nice, Usen. Guck dir mal das Schwert an. Vielleicht ist es ja krass. Leichtig. Oh, geil. Bin noch am Einsammeln. Ihr müsst hier überall rumlaufen. Wenn ihr die Sachen wahrnehmt und es klappt, dann... Alter, der Schrank. Da war richtig geil Lastkraft drin. Nee, leider nicht. Diese Waffe bewirkt bei Gestaltwandlern oder bei verwandelten Kreaturen zu Schaden. Hör ich echt gut um. Okay, ich hab eine Luke gefunden hier. Bei mir war noch eine Wahrnehmung. Hat auch geklappt. Ketten. Ja, so Schwert des Imperators ist jetzt nicht so heftig. Obwohl, für David wäre es geil. Diese Waffe bewirkt bei Gestaltwandlern oder verwandten Kreaturen. Mehr Schaden. Zusätzlich, ja. Die Kette hier wurde mir bei Wahrnehmung angezeigt, aber ich konnte nichts mitmachen. Die da am Boden liegt bei David. Kann gerade nicht benutzt werden, ne. Da muss man die mit der Zauberhand benutzen. Nö, nee, geht auch nicht. Vielleicht mal drauf schießen? Oder mit Toten sprechen, keine Ahnung. Warum denn mit Toten sprechen bei der Kette? Achso, ich dachte, bei der Hand, die da rumfliegt. Nee, das ist meine. Achso. Meine Zauberhand. Na gut, dann gehen wir in den Keller, oder? Na, wenn ihr da drüben alles habt. Ich denke ja. Noch eine kurze Rast, damit wir ein bisschen mehr Energie haben, oder erstmal speichern?
Na, ich würde dann auch erstmal eine kurze Zigaretten- und Pinkelpause machen, wenn es für euch okay ist. Aber ich habe auch gesehen, die Sachen, die ich eingesammelt habe, ich muss auf jeden Fall die Robe wechseln und die Handschuhe würde ich vielleicht auch gerne nehmen wollen, die ich bei mir im Inventar habe, weil ich habe die 18er Robe von dem einen Dude. Und die gibt mir auch eine Weisheit und Intelligenz dazu, wenn ich die trage, glaube ich, stand da mit drin. Also. Na gut. Ein paar Minuten bin ich wieder da und dann gehen wir da runter, oder was? Mhm. Machen wir das so, Leute. Jusen, wenn nicht, dann kannst du ja mein Amulett nehmen und dann kannst du ja ein, zwei Tränke trinken. Dann bist du doch... Na, ein Trank, dann bist du doch so gut wie voll. Aber warte mal, da ich ja Zauber im Dings selbst nicht so krass benutze, kann ich auch kurz so machen. Na wieso? Nimm doch das Amulett. Ach so, okay. Ja, brauch ich doch nicht. Gut, dann nicht. Alles gut, danke dir. Danke dir! Nö! Nee, ich hab zwar coolen Stuff eingesammelt. David, den Kettenblitz, vielleicht. Achso, ein Pfeiler hat ja einen Kettenblitz drin, oder Dude? David ist auch ja nicht da, wa? Ja. Achso. Alter, wie geil. Es gibt einen Trank des Engelsschlaf. Wenn du den trinkst, hast du sowas wie eine lange Rast hinter dir. Musst halt nur zwei Züge auf, aushalten. Das ist schon chillig, Alter. Das heißt, auch deine ganzen kurzen Rasten sind wieder voll. Richtig chillig. Du kannst wieder richtig powern. Eigentlich ein guter Trank für mich so. Zwar penne ich dann zwei Runden, aber dafür habe ich dann wieder kompletten Buff. Oh, David hat eine krasse Rüstungsklasse auf jeden Fall. 21, ich auch. Mhm. Du bist bei 15. Jo, ich trage ja auch keine Rüstung. Aber dafür krieg ich mehr, wenn ich verschleiert bin. Ja, deswegen auch die Kerzen ausgemacht. Ja, ich weiß. Ach so, wir machen ja Kippenpause, ja, oder dann nicht. Bitte, bitte. Oh, tschüss. Tschüss, was heißt hier tschüss? So aber schnell werdet ihr mich nicht los. Aber für alle Fälle will ich trotzdem vielleicht noch eine kurze Rast vorschlagen, wenn es geht. So? Warum? Hast du dich doch gerade geheilt. Ja, ich habe meine Energie, aber nicht die Zauber. Oder diese Aktion, die ich sonst hätte, wenn eine kurze Rast da gewesen wäre. Kriegst du die durch nur kurze Rast? Ich auch. Ja. Aber brauchen wir eigentlich, also brauchst du die denn jetzt unbedingt für den nächsten Kampf? Ich weiß nicht, was kommt. Gespeichert haben wir, ja. Sonst speichern nochmal sicherheitshalber. Darum ist besser als wissen. Wenn jetzt rauchen, beweg dich einfach nicht, Jose. Okay. Kann man richtig vorstellen, kaum gehen wir die Luke runter, gleich Gegner wieder. Hm. Hatten wir schon mal, waren zwar nur Ratten, aber trotzdem. Haben wir gespeichert? Nein, Jusen ist tot. Hm. Alles nochmal. Boah. Aber war doch schon ein krasses Abenteuer hier unten in der Keller.
Aber ich find's eh krass, dass die Dryade uns einfach von Lähmung und sowas alles heilen kann. Nur weil wir im Umkreis stehen. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon heftig, ja. Ja, aber die hat leider nur 22 Leben. Ja, der Speer ist aber schon echt krass, Alter. Der legendäre Speer. Den ich habe, meinst du das? Der ist schon echt cool. Es ist halt praktisch für dich halt, wenn du nicht rankommst, dass du trotzdem werfen kannst. Und dann, dass du zweimal angreifen kannst. Ja, ich bin auch sehr happy bis jetzt mit meinem Equip. So. Kann man nicht meckern. Mir fehlt nur noch ein cooler Umhang. Ich erkenne mal einen Umhang. Ja, finden wir für dich bestimmt auch noch, Jusen. Mal schauen. Wenn wir den Endboss besiegt haben. Ja, wir haben ja... Wir haben ja auch noch ein paar, wir haben ja ein paar Händler, vielleicht haben die dann mal neuen Stuff oder so, dann haben die ja bestimmt auch mal einen Umhang dabei, weißt du? Ja, und wenn du erstmal so einen Billo-Umhang trägst mit plus 1 auf Rüstungsklasse, dann hast du halt 22, ist ja auch erstmal wurscht. Ja, stimmt. Geil. So, alle wieder da, ab durch die Luke oder was? Warte. Okay, wir warten noch, okay. David braucht noch. Opa ist kein D-Zug. Okay. Ich verliere zwar diesen Rüstungszauber, den du mir ja letztes Mal auch wieder ans Herz gelegt hast, Alex, aber für mich ist die Imba, Alter. Ich kann nicht mehr verängstigt werden. Ich krieg, weil ich Träger einer Gedankenschinderlarve bin, plus 1 Intelligenz, Weisheit und Charisma dazu. So, jetzt ist sie gespeichert. Bei was denn jetzt? Die Rüstung, die er trägt. Weil die hat... Diese Nachteil bei Heiligkeit. Genau, Nachteil bei Heiligkeitswürfen. Ja, keine KR-Bonus durch Geschicklichkeit. Ist aber eine schwere Rüstung. Ja, sehe ich auch gerade. Scheiße. Naja, dann muss die wohl ein anderer tragen. Na, mir bringt es zum Beispiel nichts. Aber die, du wolltest auch die Handschuhe da ausrüsten. Findest du die denn so gut da, die Violetten? Ja, die Magiehand als Bonusaktion wirken. Okay. Achso, na, die würde ich ihm empfehlen, einfach nur so rumzutragen und falls wir die Magiehand, den kurz anzuziehen. Aber ansonsten bringt die nichts im Fall. Telekinese. Ich weiß nicht, ob Telekinese cool ist. Ob das irgendwie hilft. Nein, das bringt auch nichts. Nee, hast du auch recht. Aber das waghalsige Nähe, glaube ich, effektiver für ihn. So insgesamt. Aber schwer, aber ohne Witz, hätte ich schwere Rüstung, die wäre ja krass, die Rüstung für mich. Naja, kannst du ja auf jeden Fall behalten und dir in die Truhe packen, falls du nochmal skillen kannst, dass du auf schwere Rüstung gehst. Dann müsstest du eigentlich auch nur Krieger die erste Stufe machen, dann kannst du auch schwere Rüstung direkt machen. Als Klasse. Naja, also ich glaube, er hat ja schon mittlere Rüstung, deswegen kann er, glaube ich, schon gleich auf schwere gehen. Als Magier weiß ich nicht. Aber nee, gut. Ich habe mittlere nicht, Digi. Hast du noch nicht? Okay. Aber man konnte sich, glaube ich, aussuchen, wo man sich eine Fähigkeit aussuchen konnte, auf was man geht. Okay. Aber gut, zwei von uns haben wir schon mal Rüstungsklasse 21, ist ja nicht verkehrt. Aber David, du kannst auch schwere Rüstung tragen, ne? Na, ich auch, aber ich brauche zum Beispiel den Helm nicht. Aber David hat eine. Ich meine, David könnte den. David hat aber eine schwere Rüstung an. Ich habe schon eine schwere, ja. Eine ziemlich gute. No. Okay. Denn rein in den Keller oder was? Rein in den Keller. Alle gehen so unter den Berg und der Zwerg traut sich nicht. Das ist unser Verbündeter. Ja, ich hab einen Dialog. Okay. Jo. Überrannt. It's not safe here. It's okay, was ist los mit ihr? But not for you. Run as fast as your legs can carry you. Ich verführt uns sonst. Ist mein Charakter. As it will for me, or in the red approaches. She sees me from our camp, bore me here to Baal's enclave. She slit my back.
filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. Ganz ehrlich, wenn ihr Bauch aufgestützt wäre, würde sie nicht so rumrennen. Ist vielleicht auch so eine krasse Kriegerin wie du. Ich hab gestern erst den Mortal Kombat Film geguckt, das geht schon. Wir sind gerade im Bluetooth, ich würde sagen, wir machen die auch fertig. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir haben gespeichert, los geht's. Okay, Attacke Reiner. Mann, du unterschätzt uns ja. Die Schnauze. Oh, nee, okay. War wieder sie. So. Jusen hat immer noch Cutscene? Ja. Sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek? Mr. Little Piggy, bitte. Orin will take care of you and your little pet. Okay. Die hatte doch einen schönen Dolch, oder? Ja. Komm, lass fünf. Ey, wollen wir fünftens machen? Wollen wir die jetzt angreifen? Okay. Ja, meine Wehen kommen. So eager to feel me drain its life away. Ich hab keinen Bock mehr auf deine Spielchen, Alter. Ich schütze deinen Bauch auf und trink aus dem Catch dein Blut, Alter. Ist kein Ding. I could peel a fine pelt from the mud I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh. Ja, ja, weniger blabla. Lass mal kämpfen jetzt. I will not slice. Her kind die too easily. Na perfekt, nice. Alter, Worte kennt sie. Schön, schön. Die redet sich auf jeden Fall raus. Ja, 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 aber mit kämpfen oder nicht? Wohl nicht. Finde ich gut. Na dann, Attack. Zweitens ist auch nicht schlecht. Na, ich finde drittens auch nicht verkehrt. Das ist kein Gott, den ihr da hört. Es ist nur eure eigene kranke Fantasie. Ja, mach, warte mal. Ist ich aber das... nicht deinem Charakter entsprechend. Doch, wieso? Sie ist in einem Wahn. Ich bin Krieger. Sie ist verwirrt. Ist echt auch nicht schlecht, hat Alex recht. Na komm, den zweiten. 2 und 4 finde ich gut. Dann zweitens. God is always with me. Ja, ja, lass kämpfen. Verstehe ja, auch ja. Nicht, du sagst, du willst mit ihr kämpfen. Oh, sie macht die ganze Ja, sie macht die ganze Präsentation draus, ich weiß ja auch nicht. Ja, sie zelebriert sich halt, ne? Ja, wollen wir jetzt kämpfen? Nein. Sie steht direkt vor dir, einfach rein. Nee, sie ist so eine, die mag. Mit dem Dreizack. Die mag Vorspieler anscheinend, okay. Auf jeden Fall, aber lange. Okay, wie ihr nun spielen werdet, okay, drittens, go. Oh, no. Not here. Not wieso okay. Denn nicht? The tyrant must fall first. Na gut. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Ja, ihr passt zusammen. Du quatschst mir auch so ein Knoppersand so, Alter. Was ist denn los mit euch? Ja, unser Verbündeter. Stichworte, was haltet ihr von Stichworte? Bindestrich und eine kurze Erinnerung. Aber ihr macht hier eine ernste Beethoven-Geschichte draus. Was ist denn los hier? Sogar Romeo und Judas kürzer, was ist denn los hier? Ja, siehst du jetzt, das Wiese da. Alter, wirklich. Okay, oder auch nicht. Wollen wir jetzt kämpfen oder nicht? Ach, guck an, Baal. Baal kennen wir doch. And I will bring my assassins to heal. They watch you always. Ja, von mir aus. Nice.
Refuse me, and you know what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Oh, gut, haben wir es geklärt? Wollen wir kämpfen jetzt, oder? Okay. To the death. The prize for the victor, the nether stones. And the chance to control the crown. Oh, eine Krone allein zu kontrollieren kriegst du mal ganz nice, ja. Musst du Gorta töten, wenn du ablehnst, ist das Leben deiner Fern vielleicht verwirkt, genau wie dein eigenes. Oh, okay. Sollen sie uns jagen? Gucken, wer der bessere Assassin ist. Ich wäre für viertens. Oh, silly, silly little slaughterhound. My assassins will not let you. Bin schon mal gestiegen. Vom Schweinchen zum Metzelhund. The murder lord will not be denied. Neither will I. Feigling, Alter. Ist jetzt bloß die Frage, wenn wir halt, was ich mir gerade. Ne? Wenn wir gegen sie halt arbeiten, arbeiten wir dann theoretisch nicht auch gegen unsere Gedankenschinder-Sachen? Nö. Nö, wieso? Nee, die hat damit nichts zu tun, glaube ich. Denke ich auch nicht, ne. Aber, also ich hab's generell gerade nicht ganz alles gerafft, aber wollte sie uns nicht gerade erklären, dass sie auch der Dude war, mit dem wir gerade den Vertrag geschlossen haben, mit den Maschinen? Ne, die hat nur die Gestalt von dem angenommen. Okay. Also hier vorne rechts können wir irgendwie durchgehen. Oder hey, weißt du, kannst du... Ich loote noch. Nee, Jusen, nicht springen. Oh, okay. Alles gut. Aber ist die Frage, ob Heiler mit seiner magischen Hand da den Hebel benutzen kann. Welchen? Nein. Oh. Den da. Genau. Kann ich, ja. Dann zieh vorher die Handschuhe an, dann ist das eine Bonusaktion. Gut, er? Ja. Jusen. Ja, mein Gott, ich hab 3 Schaden genommen. Dann wieder zurück mit den Handschuhen. Ja, es tut mir leid, aber wenn wir es so auch regeln können, warum nicht? Ist ja das Fass da oben, wenn ich es looten kann. Hier geht die Tür weiter. Alles gut bei dir, Weiß. Du kannst mal da oben ins Loch reinspringen. Na gut, dann tue ich das. Ich meinte eigentlich in das andere Loch. Ach so. Aber da kann man auch hin, ja. Da ist eine Wand, die man kaputt machen kann. Ja, Magen, Darm ist, ja. Ist echt ungeil, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Bescherung. Oh Mann. Okay, hier geht's raus. Haufen. Meine Frau, die hat sich eine Bindehautentzündung eingefangen, 2 Tage vor Weihnachten. Ja, Alex? Alles. Geht doch nicht? Da geht's raus, habe ich gesagt. Ja. Oh, da hinten sind Leute. Achso, ich würde mal kurz speichern, ehe wir jetzt hier. Wo ist Jusen jetzt? Ne, ich bin noch weiter hinten. Ist da bei dir irgendwas? Jusen auf der anderen Seite ins Loch. Kannst du da die Wand kaputt machen? Okay, die schießen da auf irgendwas. Mhm. Wir sollten da vielleicht mal hin. Aber ich bin noch nicht bei euch. Ja, warte mal, Jusen kann doch nur eine Wand kaputt machen, glaube ich. Ja, die schießen da auf die Flüchtlinge, ne? Vielleicht sollten wir die retten. Ja, gut. Die Wand krieg ich nicht okay, auf. Okay, Attacke. Zu euch. Na warte, ich komme zuerst zu euch. Okay.
Okay, jetzt bin ich in der Cutscene. Ja, ich hab sie gerade angegriffen. Ja, die haben die Flüchtlinge da drüben alle getötet jetzt, wo wir zugeguckt haben. Gut, dann laden wir nochmal neu. Aber einer lebt noch. Ja, vielleicht gehen dann noch zwei oder drei. Ja, also Jusen sollte da nicht hoch springen, sondern gleich mit rein. Er war schon oben und dann hast du die Tür aufgemacht. Es sind auch nur 3-4 Leute, also man kann da wesentlich mehr machen. Ja, bevor die Tür ich konnte ja auch richtig dran gehen. Da war ich ja... Nee, mach die Tür auf. Ich gehe ein Stück ran. Wer vor mir sein will, kann vor mir sein. Ich würde gerne bei euch sein. Verstehst du das, Peiler? Ich würde gerne bei euch sein. Ich bin gerade ganz woanders. Na jo. Mach den Kohl jetzt nicht. Ja, oh wow, okay, dann spiel alleine. Nee, aber du kannst theoretisch das trotzdem machen, was du machen willst. Ich glaube, wir kriegen das so, zu... Let's go, die schießen schon. Mann, Leute. Naja, die Tür ist doch schon offen gewesen, wo er gespeichert hat. So, wie viele leben da jetzt noch? Ja, jetzt leben nur 3. Schon mal mehr. Und da leben 4. Also es dauert ja eh noch einen Moment, Jusen, du kannst ja nachkommen. So. Warum hab ich denn jetzt Zug noch nicht... Zug noch nicht beenden? Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay, Dildo, ich bin vor dir. Was machst du denn jetzt, hä? Den Rücken stechen. Wäre frech. Was? Unaufhaltsam? Verringert den nächsten Schaden, der die Kreatur erleidet, auf 1. Ah, okay. Boah, also. Mies, Alter. Das ist mies. Und auf Heilsam haben noch einmal so ein irgendein Low Damage machen. Ja, irgendein Low Damage, ja. Das wäre nicht schlecht. Ist eine coole Fähigkeit. Nur kacke, dass es ein Gegner ist. Brauchst du, glaube ich, nicht, Peiler? Nein! No. Auf jeden Fall verschwendet. So, David. Aber pass auf, hier ist ein explosives Fass, ne? Also, theoretisch könnte man jetzt recht viel von hier hinten machen. Warte, ich kann auch meinen Blitzstrahl machen. Ah, nee, jetzt Scheiße, das reicht nicht so weit, aber ich kann nach vorne... Na, hattest du nicht eine Schriftrolle mit dem dickeren Blitzstrahl, oder war das Alex? Ja, der geht doch 40 Meter weit. Bei mir geht er nur 30. Oder 30. Sind das nicht bis hier hinten 30? Nee. Ist genau, wisst ihr. Nee, müssten aber eigentlich sein. Hä, warum geht der nicht darüber? Ja, ich glaube wegen der Lücke in der Mitte. Das wird gerechnet, diese Tiefe. Ja, dann lauf ein Stück vor und versuch's dann. Probieren wir drüber studieren. Hier ist blockiert, steht da. Okay. Dann geht's wohl durch den Krater hier nicht. Ja, komisch. Mal gucken, wo kann er noch was anders machen? Sie stehen aber so super in einer Reihe. Scheiße, dass ich erst so spät dran bin. Ich kann 2 treffen und das Fass, oder ich treffe 3. Oh, was du denkst? Mach mal das Fass. Aber es Blitz macht Blitzfass an. Ah, nee, nicht Bewegung. Ah, scheiße, nee, ich muss die 3 nehmen. Na dann. Zieh durch. Nice. Oh, 2 tot. Sehr gut. Oh, das ist so. Okay, 3 tot. Dieses Elixier des Blutdursts ist so ein geiles Elixier. Wenn du jemanden tötest, dass du nochmal eine Aktion kriegst. Das ist wirklich ziemlich geil, ja. Aber wie gesagt, für Zauberer ist es halt nicht so geil. Für Nahkämpfer wie die
Wie dir und mir, Shaolin? Da auf jeden Fall. Ja, aber ich muss halt immer diese Stärke-Elixiere trinken. Ja, okay, stimmt. Für meinen Nahkampf. Ansonsten bin ich halt nur ein Fernkämpfer und das nützt uns nichts. Du musst immer hinterher. Ja, aber stimmt, David hat das. Und bei David hilft das ja auch ganz gut. Ja, naja, bei David ist es auch gut, wenn er in seiner Eulenbärform ist, ne? Ja. Erst recht, wenn der Eulenbär drauf geht, dass er nicht tot ist. Das ist auch nochmal so ein Mega-Vorteil. Ja, und mit Eulenbären kann ich ja sowieso zweimal angreifen und wenn ich dann wieder habe, kann ich ja viermal. Jo. Aber ich glaube, kannst du auch den normalen Bären? Den normalen? Braunbär oder so? Also, will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht irre ich mich auch im Spiel, aber die Form sollte eigentlich noch besser sein. Doch, das war doch was mit den Dachsen. Dachs kannst du doch auch. Ja, aber der hat nur, die hat dann die Hälfte, nee, der hat nur Hütte an, von den Leben. Ja, ich weiß, aber der Bär, der sollte, glaube ich... Also Bär habe ich bis jetzt noch nicht gelernt, kann sein, dass der später kommt. Okay. Kann er mal in die andere Richtung gucken? Ah, ich komme ran. Nice. Besser? Alles gut. Ah ja, jetzt. Okay. Ja, besser. Ich habe ihn umgedreht. Ja. Hat er mich zwar angegriffen, aber jetzt müsstest du ja im Vorteil sein. Mhm. Hopp. Yes. Ist er so schnell jedes? Da hinten ist was explodiert. Achtung, ich springe. Wieso nicht bewegen? Oh, die Flüchtlinge sind dahin gerannt. Vielleicht haben die was ausgelöst. Ja. Die haben das geändert. Meine was? Dinger können jetzt springen. Na, oh, siehst du, cool. Das stimmt, voll. Sonst konnten die mir nicht immer hinterherlaufen. Flüchtlinge trotzdem alle tot. Hat ja richtig was gebracht. Nee, drei sind geflohen irgendwie. Ja, die sind hier, glaube ich, durch und dann kam Explosion. Hier hinten kam ein paar Schaden. Ja, genau. Hier oben durch die Tür. Oh. Flüchtlinge. Ja, da sind die Flüchtlinge, ja. Na gut. Aber wenigstens haben sie die Falle hier ausgelöst. Ja. Vielleicht hat die uns getötet. Hm. Nochmal gucken. Oh, hier ist eine Wahrnehmung. Vorsicht. Nur Schritt für Schritt laufen. Yuzen kommt zurück. Weiter, bis zur Treppe bitte. Ja, da ist die Falle, siehst du? Rechts ist wieder ein Hebel, da könnte Heiler jetzt mal versuchen. Vielleicht links zu. Okay, ist entschärft. Handschuh. Mhm. Bin dabei, David. Ich hab auch noch ein paar Sachen hier gefunden, irgendwas Cooles? Nö. Let's move. Hä? Aber wir haben mal wieder ein paar Sachen zum Verkaufen. Jo. Bonusaktion wirken. Was hast du denn eine Magierhand noch? Erst nach einer kurzen Rast, David. Ach so. Okay. Vielleicht kann man da mit einem Pfeil. Kann ja mal mit einem Pfeil drauf schießen. Die magische Hand kann ich auch so rummachen, weil ich so gar keine Spells habe. Genau. Ja, mit einem Pfeil drauf schießen geht. Ja, oder durch die Tür da hinten. Müsste nur Shaolin da öffnen. Ja, da, Speicher erstmal kurz. Da hinten, wo wir dann hinkommen, gibt's auch eine Tür. Na genau. Du müsstest aber erstmal entriegeln. Ja, ich kann ja hier das Schloss knacken und dann gucken wir mal. Ist die Frage, wollen wir durch beide gehen? Oder nur durch eine? Ich glaube, hier sieht es nur aus der Karte aus, dass wir dann rauskommen, oder? Oder nö. Ja. Also auf jeden Fall geht's auf dem Wasser Richtung Osten. Nee, die Tür ist da hinten auch. Also ist egal. Wäre jetzt quasi nur Positioning, weil da drüben sehe ich schon... Viecher.
Rechts sind zwei Viecher, ja. Wollen wir erstmal kämpfen oder wollen wir erstmal hier diese Floßfahrt machen? Na, die Floßfahrt ist nur Positioning usen. Hier unten ist ein Portal. Ich hol mal das Portal erstmal. Sind Ratten mit blauen Augen. Wäre noch kontrolliert von irgendeinem Magier hier in der Nähe. Stadtkanalisation habe ich entdeckt. Okay, kommen wieder zu uns, speichern und dann greifen wir an oder was? Ich guck mich mal hier um. Ein bisschen. Ach, mit den Ratten kann man reden. Redest du oder was? Ne, ich geh mal hin und rede mit denen. Ach, warte mal, ich mach erstmal meine Tiergestalt. Ich speichere sogar. Ja, speichere nochmal. Ratten? Ja, ich rede mit Ratten gleich. Schilderratten heißen die. Hier hinten geht's dann anscheinend raus. Aus der Kanalisation. Wir sehen, wir wissen, okay. Mehr sagst du auch nicht. Also auf jeden Fall sind da so fliegende Viecher hinten. Mhm. Ja, dann gehen wir mal hin zu ihm, oder? Dann renne ich erstmal vor. Ja, da ist aber auch ein Blob, ne? Fettklumpen, Fettmelfit. Könnten wir anzünden. Ja. Ich glaube, wenn Pilar da einen Feuerball drauf macht, dann sind die, glaube ich, alle tot, ja. Dann mach mal jetzt hier von hier aus. Von hier aus ein Feuer. Ja, von hier aus ein Feuerball, wenn es geht. Oh, warte, ich guck mal. Nee, ich muss ein bisschen weiter nach vorne. Wenn ich dahin gehe, müsste das funktionieren. Dann geh dahin. Und wenn du es mit dem Feuertypen machst? Der kann auch nicht weiter zaubern als ich, Digi. Ja, ich treffe die Pfütze hier vorne, reicht das? Ja, ja. Hauptsache, du triffst einen Zippel von der Pfütze. Hä? Was denn? Wo hast du denn hingeschossen? Du hast da hinten hingeschossen, oder hat das vorher schon gebrannt? Ach so, ihr meint hier? Ja! Ja. Da, wo die Gegner vielleicht sind? Ja, sehr gut. Okay, das ist wieder geil. Aber wieder Schaden genommen. Kann man in den Kampf gehen, ehe die sich nochmal heilen? Nee, dann ich jetzt. Ja. Dann nochmal. Ja, wenigstens die Fettpfütze jetzt hier komplett weg. Ja, ich renne zu denen, ja. Ich renne zu denen, okay? Ja. Okay. Oh, rein, Jusen. Oh, ich bin der Cutscene. Na, da hast du recht, Weiß. Der war mega von mir. And now you come to interrupt the funeral rites. Ich bleib trotzdem, glaube ich, hier drüben stehen. Yes, cousin. An excellent idea. Cousin says we will take you in return. He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. Fünftens oder was? Dicker, du bist Aquaman. Lass dir von dem nichts erzählen, du hast den Dreizack. Also fünftens oder was? Ich sehe es nicht. Ich sehe noch das Gespräch. Bin so. Da ein bisschen später rein. Okay, dann los. Nice, nice. Wir bleiben mal hier hinten, bitte. Die sollen mal alle hier über die Brücke kommen. Das Fett ist wieder da. Nee, bei uns nicht. Nee, bei uns auch nicht, ne. Komisch, bei mir ist es wieder da. Alter! Da hinten sind... Ja, so viele Gegner, ja. Deswegen bleiben wir alle hier. Die kommen alle auf die Brücke, bitte. Ja, aber habt ihr mal die beiden Fettelementare da hinten gesehen? 122 Leben, zwei Stück. Wir hatten schon schlimmere Gegner, alles gut. So, ja, alles klar, ich habe meine Zauber gar nicht aufgefüllt, ne? Weil die haben ein Problem gegen Feuer, also. Ja, stimmt. Wir müssen nur Feuer auf sie machen. Das geht schon.
So lange die sich nicht teleportieren können. Jusen, du musst aber aufpassen bei diesen Mephiten da. Ich glaube, die explodieren und machen dann Schaden, wenn du im Nahkampf bist, ne? Darf ich zuerst angreifen? Diese Fettklumpen, oder was? Ja, lass mal Pyla zuerst angreifen. Mhm. Ich bin eben noch nicht drin. Na, da war doch noch ein bisschen Fett. Ich würde halt gucken, dass ich meine Feuerkugel irgendwo nach da hinten zauber. Ja, mach das auf jeden Fall. Alles, was fern ist und. Okay, perfekt. Und austeilt. Ich muss aber zwischendurch, wenn ich die Zeit habe, ich frage euch dann noch vorher, muss ich halt gucken, dass ich meine Zaubersprüche noch auffüllen kann. Das hätte ich mal vor dem Kampf tun sollen. Na, wenn du ganz fest an deine Gabel glaubst, weiß. Und du ausprobierst, dass du unter Wasser in der Badewanne atmen kannst und du kannst es, dann bist du sicher, dass du Aquaman bist. Na, eigentlich, wenn er Fische rumkommandieren kann, da kann man es auch checken. Ja, okay, ja, stimmt. Aber er hat kein Aquarium, also wie soll er das jetzt spontan testen? Einfach an den See gehen und einfach in den See quatschen, wenn Fische kommen, dann weiß er es ja. Weiß, flitz jetzt los an den See, probiert aus, komm wieder zurück. Dann komm hier in den Stream uns. Und dann sag uns, was passiert ist. Ja, mal bitte. Am besten schick mir noch ein Video per WhatsApp und ich binde das doch in den Stream ein und, ne, Jusen? Alle klar. Ich glaube, bei den Temperaturen kommt er nicht mehr zurück. Alles klar, okay. Dann probier's nächstes Mal beim Baden aus. Mega. Alter. Ja, 20, 15, 15, Alter. Ist nicht verkehrt. Ja, naja, das bei manchen Gegnern. Ordentlich Schaden gekriegt, der Typ. Sind wir immer noch an dem Punkt, dass die alle nach hier vorne kommen und ihr nicht weiter nach vorne geht? Ne, ich kann nicht weiter nach vorne, weil er gerade überall Feuer ist. Okay. Jo. Für Fernkampf. Na, kannst du den da weg? Machen wir jetzt einen nach dem anderen fertig hier, wenn die kommen. Aber ich kann gucken, ob ich über ich die könnte, Flammen rüberspringen kann. An der Stelle hier eine Eisfläche hinmachen, auf der Treppe. Nee, die sind alle nur gegen Feuer. Ja. Mach einfach einen normalen Feuerball da drauf, Pyla. Lass sie erstmal alle kommen. Dein Billo-Feuerball da mit 30 Schaden, dann ist gut. Hoffe ich nicht. Ich könnte den vielleicht treffen, ich muss bloß zwei Schritte nach vorne laufen. Na denn? Warte, ich versuch's mal. Ja. Nice. Getroffen. Na, siehst du. Voll in die Fräse. Was? Oh, okay, die können sich reproduzieren, okay. Das wird der Knackpunkt sein. Aber solange wie wir noch erstmal nicht nach oben gehen und den Großteil platt machen, bevor wir darüber gehen. Nice. Okay. Funktioniert das, glaube ich, alles sehr gut. Na gut, der ist feuerresistent, aber ich komme hier trotzdem erstmal hier hinstellen. Genau. Ja. Ja, die können halt. Das ist aber, glaube ich, durch die Blobs, oder? Nee, die Viecher da, die. Also. Die großen hier? Die Mephits, nee, die fliegenden, die spawnen neue. Na, aber ich habe gedacht, durch die Blobs, dass die neu spawnen. Mhm. Die Fliegenden spawnen neue Fliegende. Okay, Leute, ich würde gerne über die Brücke springen, wenn es geht. Wenn es schafft. Es würde klappen, ohne das. Aber dann kann ich mit meinem Zau. Okay, ich kann dann die Position wechseln. Alles gut. Jusen, wenn du kannst, nimm mal dein Schwert, ne? Oder dein Speer. Du hast gerade deine Armbrust in der Hand. Was ist der immun gegen was? Der Typ gegen Bluten. Feuer. Auch gegen Bluten anscheinend. Wollte ihn gerade Bluten machen, ging nicht. Warum blutet es nicht? Lass es bluten! Ja, fand ich auch, aber hat er nicht. So, will das Vieh jetzt hier noch was machen, oder?
Ja, nicht so. Na klar, wusste ich. Einer reproduziert sich auf jeden Fall. Naja, na die reproduzieren sich alle, Jusen. Ich glaube, diese jungen Fettdinger, die können sich nicht reproduzieren, nur die älteren. Stehen da alle echt gut, wenn ich mal dran kommen würde. Bist du doch bei dran. Sehr gut, sehr gut. Müsst ihr übrigens eure Züge noch machen? Ich würde die hier hinten alle platt machen. Na jo. Wenn ihr da nicht reinlauft. Ja, machen wir ja nicht. Sonst kümmert euch eher um den da. Na jo, um den dicken Blob. Ja. Im welchen? Den vor dir, Jusen. Okay, krieg ich hin. Ja, ist ja, auf den da. Ist oder doch, wenn ihr von Fernkampf machen könnt, greift auch gerne die anderen an, aber... Ist doch nur noch David dran jetzt. Und dann bist du doch schon dran, alter Dude. Gucken, was der komische Jesus hier tut. Dürft ihr eigentlich Kind treffen, ja. Sehr gut, David. Da ein paar getroffen. Gucken wir mal gleich, was der Jesus macht, bevor ich dran bin. Dreier-Spell. Ich stehe da echt, echt gut da oben. Ne? Da so. Haben wir verstanden, Baylor. Du bist der krasseste, du bringst sie alle um. Auf jeden Fall. Nee, den brauchst du nicht beschützen. Das ist nur der. Nee, auch nicht. Eh tot. Sehr gut. So, na dann hau mal ihn raus, Peiler. Lass deinen Worten Taten folgen. Mhm. Ulala. Was kommt jetzt? Aber kein Eispeiler. Wie gesagt, Feuer ist besser. Nö. Okay. Ich hab nix, was Feuerflächenschaden macht. Mr. Feuer hat nichts für Feuer, okay. Oh, nice. Oh, sehr gut. War das jetzt schlecht oder? Nö. Nö, hat doch keiner gesagt. Nee, ich meinte ja auch Jusen. Wer meinte gerade? Immer wegen Feuer, ja. Feuer! Na, Mr. Feuer! Nicht. Mr. Feuer hat kein Feuer, okay. Feuer! Ich hab Standardfeuer, ich hab ein Meteorfeuer, ich hab einen Feuerstrahl, aber danach hört's auf. Feuerwand habe ich nicht. Und Feuerwand ist auch wieder was, wo ich dich da ran muss. Keine Unterbrechung sein darf wie eine Lücke. So wie bei dem Blitzstrahl oder der Eis, dem Eisstrahl. Ist der fertig, so, oder hast du noch was vor? Ja. Ich hab bloß mal die Blobs eingefroren, fand ich auch ganz lustig. Wie viel hat er noch? Okay. Ist nur dein Feuerelementar. Darf nicht sterben. So, dafür da, dass er stirbt. Na, shit, ich kann ihn nicht angreifen. Er kann das machen. Sind hinten noch welche, die da dran? Ach, scheiße, das brennt ja. Ja, halt. Mann, überall, wo Peiler ist, brennt das. Ja, dein Baum ist halt nutzlos. Wir wirken mit Feuer. Aber Jusen brennt jetzt auch, weil deine Wurzeln da alle brennen. Nee, Jusen hätte ich mit den Wurzeln nicht getroffen. Ich hab schon Feuer gebrannt.
Naja. Rennt er einfach über das Glatteis. Traut er sich aber, du. Ja. Und der Feuerzwerg legt sich hin. Schön. Ja. Oh, mega. Tja, Jusen. Da packt er aus, Leute. Ja, ich hab mal drei Gegner weggemacht, wenn es bei euch okay ist. Nee. Da sind noch mehr. Die wollte ich töten. Finde ich unfair. Hast du mal welche bei uns übrig? Zieh dich mal zurück. Hallo. Du machst heute Darlene. Nee, Leute, ich bin da gut im Fahrt. Gut im Fahrt. Lass mich mal machen, lass mich mal machen. Ja, dann hau ihn raus hier. Wow. Ja, aber sehe ich doch nicht. Gehen wir nur noch da. Okay. Ja, aber nimm deinen Dreizack bitte noch in der Hand, bevor du beendest. Ja. Danke. Top. So ist fein. Haben wir auch ein bisschen Licht. Braves Yusimusi. Da fliegt gleich an ihn vorbei und an. Aber er ignoriert mich und voll, Alter. Ist voll gemein, Alter. Ja, er chillt hier hinter der Ecke jetzt. So richtig so. Kommst du wenigstens zu mir? Komm zu mir, Dicky. Ne, der fliegt ich hab oben. Bonbons. Ich hab Bonbons. Komm her. Da der Zimmer? Gar nichts. Bis jetzt flattert er noch. Nee, Feed beschwören hier. So, der hat noch so ein Vieh beschworen, ne? Frechheit. Lächerlich. Zack. Okay. Ist tot. Kann ich hier sehen? Ja, hab ich für dich. Boah, ich kann die Runde nicht viel machen. Das mal erklärt, wa? Vorne ist noch Feuer. Ein Feuertyp würde ich jetzt gleich. Oh, das war schon. Okay. Oh, die laufen alle zu mir, dass das immer automatisch ist. Ah, das Feuer müsste aber gleich Asche sein. Fliegt doch einfach drüber, Leute. Kampf ist doch vorbei. Ja, ich will den aber looten. Was habt ihr die tolle Fähigkeit, die man immer einsetzen kann? Ich will den aber looten und der liegt genau im Feuer. Na, den musst du warten, hast du recht. Ja, kannst du mal deinen Mondstrahl da wegmachen, bitte? Oh, Leute, irgendwas müssten wir hier einfügen, sehe ich gerade. Bei diesem Skeletttypen. Na, dann füg dich mal ein. Ich darf dich zum Einfügen, glaube ich. Ja, dann mach doch mal so einen Fettklump mir. Genau, ich zeig dir einen echten Hasen. Hier geht's noch runter, ne? Mhm. Darf ich erstmal speichern? Speichern wir erstmal. Oh, bin im Kampf. Hast du super getimed, David. Bist du im Kampf? Hm? Ja, hier unten geht's in die Kanalisation. Links und rechts sind Blobs. Guck mal, da ist so eine Fettpfütze. Die beiden könnte ich killen. Links sind auch noch zwei. Ich könnte die beiden rechts erstmal killen. Kill die beiden rechts, ja? Okay, hat nicht ganz gereicht für beide. Hä? Oh. Wollte ich nicht anklicken. Wo ist eigentlich mein Feuerdude hin? Der ist anscheinend gestorben. Hui. Okay. Wegen irgendwas. Guck mal, was der End tut. Oh, der letzte Marsch der Ends. Pass auf, Jusen, die Blobs sind hot, ne? Oder? Alter.
Da holt er aber die Peitsche raus, der Blob. Ja. Alter, ist ordentlich dick. Na, da holt er den Dicken raus, so. Alter, jetzt spurtet er auch noch. Und nochmal von hinten? Nee, doch nicht. So. Wer nimmt wen? Sagt mir einfach, ich kill einen. Ich also, kill. Nee, einen krieg ich nicht hin. Den da. Nee, der ist nicht tot. Och, was? Guck an. Dann nehme ich einen von hinten. Vor ich oder hinter Jusen? Jusen. Welche Position soll ich zuerst retten? Vor dir oder hinter dir? Ich kill den unten bei Alex. Mhm. Okay. Na, der hat ja jetzt nur noch 14. Wow. Jetzt hat er nur noch 8. Hey, du hast zweimal angegriffen, hast weniger Schaden gemacht. Hä? Der hatte 52 Leben, du Trollo. Nee, der hatte vorher schon Schaden bekommen. Ich hab mal komplett gekillt, ja, Jusen. Hast du nur den vor dir? Mann, bist du schwach. Was gegen so einen... Wollen wir mal einen Kill-Counter einblenden, wer von uns am öftesten gestorben ist? Öftesten ist auch ein tolles Wort. Ja, die gehen halt... Da ableiten, wer am schwächsten ist, glaubt, dann kommst du... Ne, ich glaube eher, die gehen auf den krassesten. Wenn Jusen... Wenn wir das... Und bei mir und David wird das eine ganz enge Sache. Denk ich. Dir fehlt Klimpen. Ja, das glaube ich dir weiß. Den Bolt von hinten. Okay, Fall Dude, willst du erstmal oder? David ist on fire. Ist der brennende End. Das Ende der Welt. Was ist hier eigentlich noch? Da war die Cola leer, da musste eine neue her. Okay, nice. Bevor ihr euch bewegt, lasst erstmal das Feuer ausgehen. Die hatten Brennen schon drauf. Okay. Warum stehe ich jetzt hier im Feuer? Nein, du hast nochmal Brennen drauf. Richtig. Jetzt ist er Asche. So. Machen wir nochmal eine lange Rast oder seht ihr bei euch noch gut aus und ich hau erstmal meine Tränke und Spells raus, dass ja, wir können eine kurze machen. Eine kurze wäre schon mal ganz geil, ja. Wir haben keine kurze Rast. Wir haben keine kurze. Wir haben keine kurzen Rasts mehr. Ne, haben wir nicht. Also wenn, dann müssten wir eh eine lange machen. Ja, kommt noch ein paar Spells, aber ansonsten, man könnte auch... Na, mir ist egal, ich drück mir sonst alles rein, was jetzt geht, dann habe ich auch noch ein paar andere und bessere Zauber und dann könnte man auch erstmal noch weitermachen. Ja, Lehm, wenn ihr jetzt alle sagt, wir brauchen es nicht. Na, Lehm liegt's nicht. Also eine kurze Rast, ja, aber eine lange bräuchte ich jetzt nicht. Bei mir ist es bloß mit den Zaubern halt die Sache. Wie gesagt, ich kann mir jetzt ein paar Elixiere reinhauen, dass ich halt noch ein paar mehr Zauber habe, aber dann, wenn jetzt nochmal ein großer Kampf kommt oder zwei, drei kleine, danach bin ich auf jeden Fall durch. Weil den Speicher hatte ich gerade schon. Mhm. Doch, 20. Müsste man bloß sagen, sonst spare ich mir die Elixiere. Spare erstmal. Wenn jetzt wieder nur 2-3 Blobs kommen, ist das da kein Problem. Ja, aber die Elixiere im großen Kampf zu machen, ist halt auch scheiße. Ne? Die Leiter müssen wir hoch, für was? Die denn? Leiter müssen wir hoch, aber wollen wir erstmal das Gebiet hier komplett aufdecken? Ja. Sprich mit Loran. Das sind überall Türen. Nehmen. Also da geht's wahrscheinlich dann auch aus. Kommst du mit mir mit, Jusen? Ich dachte, wir gehen zu den anderen erstmal. Oh. Eigentlich haben die ja gesagt, wir sollen erstmal das Gebiet aufdecken.
Deswegen laufe ich erstmal rum und gucke. So, aber guck mal, mit dem Seil, den kann man bis nach da hinten fahren. Da kommt das bis da noch hin, hoch? Ja. Oh, hier hinten passiert irgendwas. Da wollen wir erstmal kurz zurück und mit dem Dings fahren. Vielleicht kommst du dir. Ja. Ja. Oh, ich habe eine Karte gefunden. Oh, okay. Guck mal, hier ist auch ein Hebel. Ah ja. Da hinten geht's weiter. Hier geht's weiter. Da ist eine Tür. Okay. Geh mal hier übers Rohr. Mal gucken, wo ich hier hinkomme. Da liegt ein toter Dude. Okay. Und deine Dudes da drauf? Man kommt hier nach oben. Dein Hebel müssen wir ziehen. Habe ich eigentlich drauf geklickt? Den können wir gar nicht looten, weil wir da vorne ist jemand. Wo ist jemand? Ja. Ah ja. Kannst du den looten? Ah, hier ist eine Olle, ja. Sieht aus, als ob hier irgendwas ist, wa? Nee, anscheinend lebt er noch. Lebt noch? Den müssen wir töten. Ja, stimmt. Der hat noch 8 Leben, ne? Aber wenn jetzt irgendwas bei euch da kampfmäßig stattfindet, dann wartet noch, ne? Alles gut. Ich muss halt einfach... Was? Was habe ich? Ja, man hätte dem vielleicht auch helfen können. Nach links geht's nach oben, Jusen. Da müssen wir nicht lang. Nach rechts bin ich hochgekommen. Müssen wir eigentlich wieder eher hier runter. Guck noch, ob was rumliegt. Man muss dann, glaube ich, mal Alt oder T drücken. Alt. Ach, hier ist was. Komm da oben nicht ran. Ich nicht. Okay, Peile, man muss das Gitter anfassen. Jetzt kommt ein kleines Mädchen entgegen. Habt ihr meinen Papa gesehen? Ja, da hast du recht, weiß. Ja, na, fürs Gitter, da kommen wir hoch, oder? Ja, ja, da war ich gerade. Da geht's weiter. Wollen wir kurz hoch, Peile? Nee. Ja, okay. Wir bleiben erstmal hier unten, die gehen. Wenn wir alles haben, können wir hoch. So. Willst du mit der Eulen quatschen? Kann ich gleich machen, ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir haben doch schon alles, denke ich. Wollen wir hoch? Nee, hier war ich nicht. Also, hier hinten, keine Ahnung, ob da noch was ist, aber ich glaube nicht. Und hier durchs Loch geht's weiter, da sind Sachen hochgegangen und so. Also hier geht's nach unten und nach oben weiter bei uns. Ja, wir haben hier noch eine Olle. Und hier geht's auch noch durch, Jusen. Ich hab Cutscene. Ja. Willkommen rein. Freundliches Gesicht, wo denn? Verstehe ich nicht. Müsste stehen, ausdrucksloses Gesicht. Das würde auch... Totes Gesicht. Diebisches Gesicht. Pokerface. Oh, go on then, I'll tell you. It's an underground party at a place called the Palace. Theoretisch, wenn es Botox hier schon geben würde, hätte sich Alex als Dieb komplett Botox in alle Gesichtsmuskeln spritzen lassen. Oh. Das war ihre Begleitung, glaube ich. Hast du sie getötet oder was? Nee, Jusen, du. Wieso ich? Achso, die da lag? Glaube ich nicht. Nicht, nee, nee, die wartet nur auf den Typen. Dünn, blass. Ja. Ja, oder ein Vampir, ja. Ist ein Vampir jetzt. No, he wasn't. Was he? But then, why am I still here? He could have... Ist aber gut, dass Alex das Gespräch führt. Er kann wenigstens auch theoretisch so gesehen von seinem Charakter ja gut lügen und so. Obwohl das hier keine Auswirkungen hat, aber trotzdem. Das frage ich mich auch natürlich, naja. Der ist ja ganz dumm, ne? Und wenn sie es glaubt, meinetwegen. He did seem quite interested in my collarbones. I thought that was just his thing, if you catch my drift. You know what? I might give this party a miss. Plenty more fish in the Chionthar, as they say. If you see him, don't tell him I was here. Just tell him I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. Okay, ist so perfekt, dass er tot ist. Ah, mein Zwerg. Der muss ja mit dem Schmerz an der Trennung nicht klarkommen, ist doch nice. Meinst du jetzt auch töten, Jusen, oder? Mein Zwerg wäre gerade frei, also.
Hallo, machst du mir nicht die Tür vor der Nase zu? Bist blöd. Also ihr seid jetzt komplett nach rechts gelaufen, ne? Wir laufen... Nee, wir sind mit der Kutsche gefahren, mit dem Boot. Ja, genau. Oh, toll. Wir laufen der gerade hinterher. Die läuft wieder zurück. Ja, sehe ich auch gerade. Ja, welche Gegner wollen wir die wegkillen? Heiler, wollen wir die wegkillen? Welche Gegner? Na, da bei dir. Ja. Achso, ja. Die sind tot. Nee, hier unten. Wer weiß, was da noch kommt. Wir müssen mal hier... Aber ich bin überladen, Dicker. Hier ist nichts weiter, David. Ich kann mich nicht wirklich gut bewegen. Jetzt ist er despawned. Nee, die ist zurückgelaufen noch. Da unten ist nichts mehr? Nö. Da geht's auch nicht weiter. Was haltet ihr davon, so im Händler mal wieder zu gehen? Ja, das, da kann man lieber... Nee, die... Da geht's nicht weiter. Kannst du nicht angreifen? Nee, kann ich nicht. Aber kannst du ja probieren. Ah ne, ich mach's mit dem Zwerg, der hat einen Hammer. Er lädt eine Cutscene. Okay. Ungewollt, aber ja. Okay. Okay, wir sind. Geht die Mauer kaputt? Aber ja, die kriegen wir hin. Oder Peiler? Geht die Mauer kaputt? Nee. Peiler? Nee. Weißt du nicht, warum? Nee. Und die hat gerade erstmal 7 Raben gerufen, die uns hintereinander weg angreifen können. Ja, genau. Hey, Jusen ist ja voll der krasseste gerade in seinem Überhype. Aber Überhype. Ich geh doch auf die Fresse. Das bringt doch nicht. Ja, ich weiß. Nein, brauchst du nicht. Nein, nein. Scheiße. Wollt ja nur Jusen in seinem Optimismus mal vielleicht ein bisschen bremsen, dass er auf uns wartet. Ach, das schaffen wir. Schon Peiler. Warte, halt, stopp. Nein, Ich glaube echt nur dich, also sorry dafür. Aber dafür sind sie alle nächste Runde weg. Was hältst du davon? Geh schon mal hin, ne? Ja, ich fahre hier noch ein bisschen Boot. Da redest du nicht mehr mit mir, oder was? Zurück dann machen, Digi. Eigentlich müsstest du dich nur um den Typen, der diese Creme beschworen hat. Digga, ich bin gleich tot. Verstehst du es nicht? Wenn mich die Krähe jetzt mit dem Crit angreift, bin ich tot. Siehst du, jetzt hast du mich angegriffen. Ja, super. Hab trotzdem. Und die kann nichts machen, alles gut. Leben. Kannst du dich selbst heilen irgendwie? Du hast Tränke, oder? Ja, aber ich muss ja auch angreifen. Mich einfach hier nur hinzustellen und zu heilen. Ich bin von allen umzingelt, ich komme hier nicht weg. Also ist eigentlich eh schon für den Arsch. Was ist das für ein Arsch, Digga? Oh. Very well. This calls for careful footwork. Okay, die Krähen sind weg, Peiler. Ist es okay erstmal für dich? Na scheiße, warum konnte die Krähe dann vorher angreifen? Hä? Weil ich mich bewegt habe. Achso, ja gut, Peiler, aber das weißt du. Ich wollte mich gerade wegporten. Und weil Jusen gesagt hat, alle Krähen sind tot, habe ich gedacht, ich kann drücken. Aber ja, du siehst aber doch den roten Pfeil auf dem Boden, Peiler. Na Digga, ich habe mir gerade eine Position gesucht und wenn mir das einer sagt, sorry, dass ich dann drücke. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Aber wenn, ich Peiler jetzt heile, steht er auf, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Ja. Machen wir das anders. Alter, wo bist du? Don. Vielleicht kann ich die Krähe töten. Okay. Na, schade. Einer. Kann jetzt halt nur nicht, weil du mich halt wiedergeholt hast, eine Aktion groß machen, außer mich heilen. Na, das ist doch nicht schlimm. Aber nächste Runde kann ich die anderen denn hier alle angreifen. Ich habe jetzt eine gute Position und da wollte ich auch hin, aber naja, ich habe die Krähe halt nicht beachtet.
Ich auch nicht gesehen, es tut mir leid, Peiler. Digga, das ist auch voll dunkel hier, also ohne Witz, wenn man diesen Schein, der war vorhin nicht da hier vorne an der Schnauze, das hätte man nicht gesehen, das sieht man auch im Stream. Aber ich habe auch nicht auf die Leiste geguckt, genauso wie du nicht. So, die sind hier hinter, die sieht man noch nicht. Jetzt. Ja, die sind alle da oben, die Assassinen. Hm. Seht gerade. Aber die haben nicht viel Leben, also wenn man sie erwischt. Oh jo. Gucken wir mal. Aber ich glaube, der eine hat sich gerade irgendwie unsichtbar gemacht. One-Hit sein. Der eine hat sich. Ja, der hat sich unsichtbar gemacht. Ja. Ja, ist halt Assassine. Wir müssen hier im Licht bleiben. Und Jusen rum ist alles safe eigentlich. Weil dennoch David seine Dawn-Olle hätten, das wäre auch noch gut. Aber die kann er gerade nicht, ne? Um die 26er da, die kümmert ihr euch aber. Ja. Musst du mir sagen, wen soll ich dann platt machen? Nee, der Rabe und eigentlich da unten. Erstmal die da ist also, heftig, oder? Die würde ich jetzt nehmen, ja. Wenn du mit deiner Betäubung da hinkommst, bitte sehr. Aber ich bin jetzt erstmal noch nicht dran. Ja, stimmt, ich bin betäubt, fuck. Nee, dann mach du es erstmal, Palda. Ich kann gerade nichts machen. Gut, was hat die denn? Ich komm da nicht ran. Ich muss mir erstmal in Position bringen, ich komm da nicht ran. Peiler, mach mal nix krasses auf die, weil die hat unaufhaltsam. Mach mal bitte erstmal ein Billow-Spell. Ja. Ich könnte auch, ich habe noch eine Schriftrolle übrig und könnte auch meinen Feuertypen nochmal beschwören. Nee, mach mal Schaden an der, damit das unaufhaltsam weggeht. Aber nur Billow-Spell, damit, also der tankt auf muss jeden mich Schaden. Aber neben dich stellen. Also wenn's dich denn verrät, tut's mir leid, aber. Ja, dann ist das so. Okay. Aber Hauptsache unaufhaltsam geht weg, das ist wichtig. Aber nichts krasses verbrauchen. Von hier müsste ich. Warum trifft der nicht? Das war doch gerade im Radius. Hier ist es im Radius. Und wenn ich auf sie drauf gehe, ist es außerhalb. Vor ihrem Fuß im, außerhalb. Im, außerhalb. Dann fliege ich noch 2 Meter nach vorne. Ach nee, geht nicht. Bewegungsradius. Naja, dann ist es so beide. Alle, Dude. Bin gleich wieder da. Kann ich eine Molle werfen? Ja, das geht. Oder? Warum nicht? Geht doch da oben gerade. Kannst du nicht versuchen, direkt oben bei der. Ja, hab sie getroffen. Okay. Braucht noch eins abgezogen. Das ist ja egal. Ich sollte es aber ohne. Ja, und auf Halsam ist eins weniger gegangen, ja. Hast recht. Ah, und brennen ist er auch, also wird wahrscheinlich nicht so und da auch dort gleich weg sein. Denke ich auch, ja. Der Typ ist wieder unsichtbar. Ja, und er hat das aufgehoben. Ja. Nee, und auf Halsam ist weg von denen. Müssen wir auf Alex warten. Darf ich sie töten, Alex? Mach, wenn du kannst. Ist der immer noch unsichtbar da? Jusen, kannst du dahin gehen? Ich kann auch hochspringen zu dem Unsichtbaren. Dann sehen wir ihn. Ja, aber nicht ins Feuer springen. Nee. Da
Da muss er sein. Direkt echt neben dir. Okay, dann nehmen wir doch den. Nee, ich sehe keinen. Ja, der ist unsichtbar, deswegen siehst du ihn nicht. Ja, aber eigentlich habe ich doch ein extra Dings. Durch meine Blindheit. Ach, die Blind... doch. Unsichtbares Sehen. Ich kann unsichtbare Kreaturen theoretisch sehen, aber hier ist keiner. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie die Rohren lang gelaufen ist. Hey. Da muss ein bestimmter Umkreis um dich weg sein, sonst. Wo das nicht mehr eintrifft. Ansonsten, Jusen, schlag doch einfach mal dahin, wo ich da gepinkt hab. 9 Meter. Wenn er mehr als 9 Meter von dir weg ist, siehst du nicht mehr, Jusen. Deswegen, und der kann ja nicht neben mir stehen, was 1 Meter entfernt ist. Ich drücke aber genau auf sein Bild, Jusen. Der ist da. Genau da neben dir. Na, dann hau da einfach hin. Oder schieß da hin. Nee, bringt nichts. Hab ich gerade gemacht. Glaub Alex, dass der vielleicht doch... Der letzte Punkt war, den du gesehen hast. Vielleicht ist er doch schon da. Werden wir ja sehen. Schon. Also, da drüben. Oder vielleicht doch eher so hier so. Kann ich mich halt hier nicht mehr verschleiern. Zack. Und dann rennen wir noch ran hier. Zack. Da rennt da ran. Ja, ich kann jetzt nur meinen Zug beenden, ja. Ja, war ein Versuch, Jusen. Ist doch nicht schlimm. Siehst du, der steht da. Ja, ja, stimmt schon. Dann war das wohl ein, denke ich mal, es gibt auch Unsichtbarkeit Zauberstufe 4. Ah, ich wundere mich nur, dass Jusen Unsichtbarkeit sehen hat und naja. Naja, weil er Stufe 1 ist und er Stufe 4 hat. Ja, dann war es ein höherer Unsichtbarkeit, als er sehen kann, ja. Genau. Das wird leider nicht nochmal angezeigt, das wäre mega, weil da echt so viel angezeigt wird in dem Spiel, aber... Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Einen Moment, ich speichere mal. Jusen, warte. Also noch. Ja. Und sonst könnte er gerne auch schon looten, aber hat er eigentlich sehr gut funktioniert. Wenn man die Krähen da unten hier lootet? Alles klar, Weiß. Nee. Aber trotzdem danke und dir noch einen schönen Abend und dann lurk noch ein bisschen rum. Bis gleich. Hey, sind Notfallventile. Ja, wir sollen die so einstellen, dass die beide auf dem optimalen Ding sind, damit wir weiterkommen. Ah, okay. Energiedetonation. Was machst du denn da hinten? Naja, ich grab hier die ganzen Truhen aus, was ihr nicht gemacht habt. Ich dachte, wir warten auf Pfeile. Ja, ich loote hier alles. Wie gesagt. Das ist quasi das, was ihr hier looten hättet könnt. Wir hast nur den 2 Gatter bewegt. Oh. Fuck. Ja, mit Athletik, aber was hab ich nicht irgendwie. Und ich jetzt. Okay, also hier geht's auch irgendwie hoch. Bei mir. Ah, okay. OS 4 Usen. Ja. Hoch okay, A, jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt. Ja. Aber jetzt rechts nicht mehr.
Meinst du Notfallventil? Ja, das rechte ist jetzt nicht mehr auf grün. Oh. Aber jetzt meinst du auch nicht mehr. Warte mal kurz. Jetzt musst du deins. Oh, was? Was macht ihr denn, ne? Ah, hier ein Rätsel. Kriegt aber ordentlich Feuerschaden, ne? Das ist was explodiert. Dann kannst du auch ein Räder andrehen und musst du. Und klickst du jetzt einfach nur die Räder links und rechts an die ganze Zeit? Nee. Aber guck mal, das Schleusentor ist unten aufgegangen. Hast du aufgekommen? Ich glaube, was anderes wollten wir gar nicht machen. Würde ich sagen, geht's da weiter, oder? Sieht doch gut aus. Autsch. Was ist das? Säureschaden. Okay, da gibt's Säureschaden anscheinend. Bis zur anderen Seite. Und hier ist dann. Oh. Weiß nicht, ob es hier weitergeht. Haben wir hier noch irgendwas, um den Säureschaden wegzumachen? Na, ich weiß nicht, ob wir da oben das Mini-Rätsel immer noch komplett lösen müssen. Ja. Ganz fix und ganz schnell. Oh, wäre nicht schlecht, ja. So, meine Lieben, wie schaut's aus? Mann, Alter, hier oben die ätzende Brühe sieht man gar nicht. Oh, nee, das Booster. Das Ventil war falsch. Soll ich mich jetzt nochmal aufpowern, oder? Nö. So, glaube ich nicht. Denkt ihr, das geht immer noch? Nee, es geht hier durch. Es geht hier durch. Ich krieg hier doch keinen Säureschaden, Leute. Okay. Aber bevor wir aber jetzt. Warte mal, wir waren hier. Wart ihr da schon, wo ich mit Jusen war? Okay, hier sind Leute. Hier sind Gegner. War der Speicher vorher? Ja. Waren wir da nochmal, wo ich mit Jusen war? Da waren noch mehrere Türen vorhin. Weiß ich nicht. Ihr seid jetzt im Kampf, oder? Nein. Okay. Noch nicht. Ich bin nicht im Kampf. Wir sind in einem Rohr. ich habe die Orientierung jetzt verloren. Warte mal, wir waren hier drüber. Wir können den Fight auch nächstes Mal machen und hier jetzt nochmal alles looten. Gucken. Ich hatte da oben alle gelootet jetzt. Hinten ging es noch weiter an der Stelle. Ja, gelootet haben wir alles schön. Eigentlich jetzt noch den Kampf und dann fertig, oder was? Aber die Tür ist doch zu. Dann wart ihr doch da noch nicht drin, oder? Ja, wir sind woanders lang gegangen, Peter. Okay, warte. Guck uns doch mal. Alles klar, ihr seid darüber, anstatt da. Ah, okay. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Sprechen kann ich nicht mit denen. Nee, sind ja rot. Warum? Und in den Türen hier wart ihr schon drin, ja, obwohl die zu sind. Ja. Nee, da ist da alles weiß. Ja, aber. Ja, okay. Aber die sind halt zu. Normalerweise, wenn ihr durch seid, sind die ja offen. Na, ich glaube, wir sind ja von der anderen Seite durch hier. Na, der Mann war da noch nicht drin. Na, da führt doch so ein kleiner Weg rechts. Dass wir da drüber gegangen sind. Und dann geh gucken. Ja, mach ich. Hier war ein Rettungswurf. Hab ich auch verkackt.
Überall noch Kisten. Der ist mir gelungen. Ein Ring und Dietriche. Und Stusen, ich weiß ja nicht, wie weit du bist, aber magst du nochmal hierher laufen? Vielleicht klappt das ja bei dir. Ich bin bei den Jungs im Rohr. Also wir warten eigentlich nur auf dich jetzt gerade. Ja, ich bin da auch nicht weit weggelaufen, aber okay. Wir machen ja gleich Feierabend, deswegen ja, wieder können wir die drei Typen da noch töten und dann... Hier geht's auch wohl irgendwie weiter. Und dann komme ich mal zu euch. Sonst gehen wir beim nächsten Mal nochmal zurück. Mhm. Das haben wir auch geändert, dass die Karte aufgedeckt wird von uns allen, ne? Ja? Meine Karte wurde gerade aufgedeckt, wo du da lang gelaufen bist. War es nicht vorher auch schon so? Nee. Nee. Fällt mir gerade auf, zumindest. Jo. Dann wollen wir uns nochmal heilen, oder was? Kurze Rast, oder was? Wir haben keine kurzen Rast mehr. Ach ja, stimmt. Ich würde mich auf jeden Fall... Sehen. Jusen, nimm mein... Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, ne? Nimm doch mein Amulett, bitte. Ja, wie gesagt, dann ist auch mein Powerbuff weg. Da habe ich keine 92 mehr, sondern halt... unter 90. Müssen wir diese Diskussion jedes Mal führen? Aber kannst, es ist okay, danke dir, alles ist okay. Hm. Okay, alle sind da, darf ich vorrennen? Nee, Peiler muss ich noch heilen mit meinem Amulett. Oder auch nicht. Kann doch Peiler anfassen. Okay, renne ich vor, ja? Mach mal. Mach mal, hau rein. Doch, mehr als erwartet. Nicht da. Wie gesagt, den Kampf, den machen wir jetzt noch, Leute. Ja, es sieht nicht schwer aus. Kriegen wir hin. Mal gucken. Wir müssen sie bloß eigentlich alle nach da vorne locken. Kann ich denn von dem Rohr da oben hinschießen, bitte? Gut wäre, wenn keiner rausläuft. Wäre gut, wenn sie alle nach vorne kommen. Ja, wollte ich doch sagen. Ich kann doch gar nicht auf den schießen. Ja, keine Ahnung. Aber ich will schon gerne aus dem Tunnel raus. Nee. Warte mal bitte. Komm einfach die Luke wieder zu. Oder so, genau. Können wir brauchen auch nicht kämpfen. Die Luke geht doch gar nicht zu. Lass sie mal alle nach vorne kommen und so, dass wir sie anpeilen können. Ich treffe die von hier nicht. Alex kann eh nicht im Dunkeln agieren, hier ist eh alles zu hell. Ich treffe die auch von hier nicht. So. Ja. Aber nochmal umdrehen, Diggi. Ja, nö. Ich glaub wieder zurück. So. Genau. So, mal gucken, was sie tun. So. Versteckt. Mal gucken. Oder lassen wir sie erstmal rankommen. Oh, Jusen ist erstmal betäubt. Ja. Wow. Der hat auch wieder eine unaufhaltsame Aura da, der Typ. Ist ja nervig. Aber die kommen alle ran. Süß. Da steht wirklich eine genau über uns. No. So, David. Gut wäre, naja, wenn... Ja.
Also deine Dornen kannst du auf jeden Fall nicht machen, sonst kommt man nicht durch. Von den Foryusen grillen. Ja, einfach nur die, die hier reinkommen, erstmal töten. Also wirklich die, die du siehst, angreifen. Das gleiche mache ich auch. Und wir warten mal, bis die anderen kommen. Also es wäre nett, wenn du die Leute von mir weghältst, weil ich bin, wie gesagt, betäubt. Also wäre meine Taktik. Schauen wir mal. Viele da kommen. Wir können ja den Raum nicht wirklich einsehen, was da alles ist. Durch das auch hinter uns, wenn wir rauslaufen, hinter uns, über uns welche sind und so. Warum läuft er so weit nach vorne? Was ist das für eine Scheiße? Ist vielleicht, weil es ein Assassine ist. Oder weil wir so wieder im Weg standen. Oder so. Kann auch sein. Ich glaube, das Erste. Ja, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube eher, weil du im Weg standst. Hau raus. Yes. Wie, bitte? Da war doch wohl voll die Safe-Tür da im Weg. Was denn? Ja, das war im Weg. Und er zaubert einfach durch. Durch die kleinste Lücke hier, oder was? Hat dich doch gar nicht getroffen, oder? Naja, aber dass er da überhaupt durchzaubern kann. Nach hier hinten. Geht doch gar nicht. Da ist so eine Tür. Kannst du nicht bewegen, komisch. Oh, Peiler ist drin. Verwandlungszauber. Ziel auf bis zu 6 Kreaturen. Verlangsame sie. Der hat mich verlangsamt, der Idiot. Er hat auf mich gezaubert. Guck an. Guck an. Verrückt. Na, traut sich was. Kleine Glory Hole. Ja, Hofpeiler, du bist dran, ne? Überlegen. Alter, mach doch mal was jetzt. Peiler. Peiler, komm schon jetzt. Peiler. Hallo, bist du da? Hallo? Treffst du halt nicht. Ja, mit der Einstellung auf keinsten, ey. Den Typen am Eingang direkt kriegst du nicht weggekillert? Nee, ich mach schon. Okay, kick it. Ob er stirbt, Digga, kann ich dir nicht versprechen. Einfach. Also, dass er stirbt, ist eine Chance von 10%. Ist okay, wenn du halbtot bist, ist okay, dann kann ich den wegkillern, dann kann ich nochmal angreifen. Ist geil. Ich heb mir den dicken Zauber lieber auf. Ja, okay. Nee, ich treffe wieder nicht. Was ist denn jetzt im Weg? Na, weil wir wahrscheinlich alle im Rohr stehen. Ja, alle, ja. Aber ich stehe doch neben dir, ich könnte doch dran vorbei an euch alle. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Engine hier vom Baldur's Gate. Warte. Geht auch nicht, okay. Also, Peiler, falls du Lust hast, kannst du ruhig deinen Zug machen, ne? Ja, ja. Was ist denn jetzt bitte noch im Weg? Jusen. Ja, Ecke wahrscheinlich, ja. Willst du mich verarschen? Er steht doch voll daneben. Den hinteren hier hinten kriegst du nicht? Der direkt bei der Tür drunter ist? Nö, ist auch im Weg. Ja, dann müssen wir wohl erstmal alle durch das Rohr hier durch. Das Fighten hier wird wahrscheinlich schwierig. Dann halte dich, Peiler, und mach Pausiere einfach.
Du darfst nicht vorrennen, dann wirst du angegriffen und dann wirst du weggekillert, das bringt nichts. Jo. Dann überspring deinen Zugpeiler, dann ist das so. Höchstens heil noch, aber dann war's das. Nee, geht nicht. Schaulinchen! Wir gucken mal ins Rohr. Was passiert? Ja, der Bastard hat mich halt verlangsamt, ne? Ja. Keine Reaktion möglich? Verlangsamt? Ich will doch keine Reaktion machen. Sondern eine Aktion. Weiß auch nicht, ob das hier gerade vorne an dem Tunnel irgendwie verbuggt ist oder so. Das ist irgendwie, fände ich voll komisch. Ach, guck an. Höchstens eine Aktion oder eine Bonusaktion, weil ich verlangsamt bin. Ach, ist das kacke. Ja, cool. Dann Zug beenden und mal gucken, was sie machen. Klimmt. Okay, ja. Schade. Alter, 16. Komm du mir mal nach Hause, du. Haha, Fischstock. Jusen. Nice. 15. Gott, aus dem Gleichgewicht fehlt nicht. Ja, der Junge ist voll sinnlos gerade irgendwie. Der wirkt sich auch so baumwollig gemietet heute. Er hätte sich einfach nach hinten, nach unten bewegen müssen, aber macht er nicht. Das ist ja auch gut für uns. So, David, du musst irgendwie mal nach vorne raus. Oder Feuerball raus, ist auch gut. Oder den wollen die erstmal wegkillern. Feuerball bitte am besten auf den da. Damit ich nicht mehr... Ja, die runde Kugel, weißt du, wie ich meine? Und wenn du den wegkillerst, dann haben wir keinen Zwischenraum mehr. David. Nicht genug Reichweite, nicht genug Platz. Ja, das ist genau das Problem, was wir alle haben. Muss nach vorne raus irgendwie, David. Aber den Foldy kannst du den wegkillern? Ist egal, wir müssen alle erstmal raus. Das ja, aber er kommt ja an dem nicht vorbei da vor dir, Pilot. Das ist ja das Problem. Ja, okay. Ich müsste mich erstmal bewegen wahrscheinlich. Mhm. Deswegen, wenn David den vor ihm wegkillern könnte, wäre schon mal ganz nice. Ne, der ist vor mir. Den vor David. Was? Hä? Betrunken, Jus? Ja. Warum, da ist doch auch einer mit rotem Rand. Ja, aber vor dem... Nachtklinge, ja genau, der. Oh, das Wort. Okay. Dann nimm noch dein Schwert und Schild in die Hand, falls sie dich auch angreifen. Okay. Wo hast du hingeschlagen? Okay, David, deine Kampftaktik ist sehr fragwürdig. Achso, scheiße. Das Schild vergessen. Tadim. Mein Zwerg kann ich hier unten gar nicht bewegen, komischerweise. Ne? Ja, jetzt. Hä, jetzt? Klick aber bitte oben auf die Bilder. Ja, ne, ich komme ja gar nicht. Na, daneben dir ist ja einer. Der da. Ja, den kann ich nicht angreifen, musst du gerade spurten, damit ich mich überhaupt bewegen kann. Achso. Na, dann weiter. Nö, laufen kann ich auch nicht weiter. Jusen, hau irgendwas, was um dich rumsteht. Ja. Kann ja auch nicht rausspringen. Naja. Aber der hatte doch versiegelt, der Dude hier. Der hier. Das ist doch so ein Schloss dran, oder? Nee, das heißt, dass das Konzentration auf mich hat. Okay. Wegen dem bin ich verlangsamt.
Aber als Sache, der wäre wichtig, wenn wir den erstmal. Jo. Der wäre nicht schlecht, ja. Wenn du wieder angreifen kannst, das ist das schon mal wieder eine Macht mehr, ne? Na, angreifen kann ich ja so oder so. Nee, aber nicht so, wie du magst. Usen jetzt nicht deinen dollsten Schlag auf die machen, weil die halt unaufhaltsam. Egal, ja, genau. Wie du das Bell, du machst, der macht immer nur einen Schaden. Genau. Ich hab den Dirk doch schon zweimal angegriffen. Ich habe schon ganz viel Lebensenergie weggeraubt, der direkt an der Tür steht. Der hat jetzt nur noch 5. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich bin jetzt aus der Tür rausgegangen und würde beenden. Okay, okay, beenden. Ja. Die Hygiene hat keinen Bock. So. Also der hat eh nur 15, die stimmt dir als erstes. Oder als schnellstes. Erstmal den, ne? Nee, Pfeiler, vor dir steht nur einer. Du kommst an den sowieso nicht vorbei. Wahrscheinlich mit deinen Spells, oder? Oh, da steht bloß im Nachteil. Ja, aber warte mal. Der wird dich hauen, wenn du jetzt fliegst. Geht ja nicht. Passiert. Greif einfach den vor dir an, Peiler. Wir kloppen uns hier nach und nach durch. Geht ja nicht anders. Klick bitte wieder da oben an, sonst haust du mich. Wie siehst du mich nämlich gerade an? Alter, falls du Bock hast, kannst du einen Zug machen, ne? Ich mach mir keine Freude mit dieser Aussage, ich weiß. Okay. Ich sag dazu nichts. Ich hab den da oben angeklickt. Ja. Hast du David getroffen oder was? Nee. War nix. Ist nichts passiert. Ich hab der Strahl ging in die Richtung. Ich hab die hier oben angeklickt und einfach nichts. Oh. Der buggt bei mir rum. Ja, so ein bisschen. Wir stehen hier echt an einer scheiß Stelle. Ich glaube, das ist wirklich in diesem Tunnel zu kämpfen, war so eine dumme Idee von mir. Konnte man ja nicht vorher wissen. Danke, Alex. Hast du auch wieder recht, aber ja. Oh, was jetzt, Shaolin, Alter? Was geht ab bei dir? Na, jetzt mach hier mal den Tentakelmodus aus. Jetzt mach hier mal den Hentai-Modus, du. Bummst sie alle zu Tode. Na, ein Unaufhaltsam ist schon mal weg. Nice. Ich bin betäubt. Fuck, Mann, warum bin ich immer betäubt? Nervt mich. Wieder aber, nix. Aber dafür bin ich da. Lieber ich betäubt als ihr, ne? Ist doch echt scheiße. Kritischer Treffer 2, wie lächerlich. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Naja, ich treffe nicht. Was ist das für eine Buggy-Scheiße? Also, das ist wirklich der größte Bug-Scheiß, den ich in dem Spiel bis jetzt erlebt habe. Sonst war alles noch aushaltbar. Ja, dann komm raus jetzt. Ich habe den Weg versucht freizumachen, damit man rauslaufen kann. Erstmal sind alle anderen dran. Ja, okay. Oh. David hat dem erstmal ein bisschen angegriffen, ne? Bisschen gekitzelt. Ja. Leicht unter der Achsel. Eine Killert. Kann ich immer nicht machen. Mm-mm. Aber ein Stücke von dem. Raus. Ein Stücke von dem Weg. Ein Stücke von dem Weg kannst du da laufen, ohne? Oder dass da eine Griffe los. Immer Mühe, ja, genau.
Bitte, immer weiter bewegen, wenn es geht. War ein guter Versuch. Ne? Mein Hund, der ist immer noch nicht tot. Kannst du den gleich mit deinem Feuertypi umhauen? Jusen muss den da klatschen. Ja, aber ich bin betäubt immer noch. Achso, ja, stimmt. Alter, Jusen hat durch Eis ganz schön Damage gekriegt. Mhm. Lächerlich. Die blauen und lilanen Pfeile sind auch heftig, du. Nee, betäubt ist betäubt auf jeden Fall, Freunde. Hyäne ist jetzt dran. Und da kriegen wir alle Schaden. Nö, nee, man kann ich leider auch nicht machen. Oh, die Hyäne sieht echt gut aus, so. So, 19 hat er noch vor dir, Peiler. Er muss da auf Nahkampf hier raus. Ja, haust du einfach mal mit deinem Stab dazu oder so. Der hau mit dem Stab zu. Oder flieg einfach. Geht ja nicht. Dann lass es lieber. Genau. Oder heile dich. Ja, war auch nicht verkehrt. Siehst du, Klaffenwunde ist auch weg. Perfekt. Kannst jetzt mit deinem Stab da nochmal zuhauen? Ja, und dann kannst du nicht Nahkampf hier Walkhals in die Nähe einstellen und dann mit dem Feuerball draufhauen? Das hat er ja eben schon mal versucht. Ja, aber er hat dann noch nicht den Nahkampfmodus gemacht. Ne. Er kann auch auf Nahkampf umstellen. Ja, das hat er doch gemacht, David, aber das funktioniert nicht wegen der Luke da. David! Er trifft ihn nicht. Da hat er jetzt das zweite Mal gemacht und hat nichts gemacht. Ja, lieber mit seinem Stab dazu hauen sollen. Im Nahkampf. Und das, der Pfeil rechts bei Peiler, der da immer noch leuchtet, das nicht das auf Nahkampf umstellen. Es hat er doch gemacht. Das hab ich doch gemacht, David. Was verstehst du denn daran nicht? Okay. Zweiten Mal. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab da entweder kurz geblinzelt oder... Ja, ich hab's aber gerade eben nochmal gemacht vor 20 Sekunden aber oder 10. Alter, oder was machst du jetzt hier vorne? Achso, naja, er wollte raus. Ist mir egal, ich will raus. Bitte. Ja, okay. Ist mir egal, sollen sie mir eine Schelle geben. Verkauft ihr schon. Okay. Ich bin hier so gestaffelt, wir müssen raus. Das war. Naja. Trefft ihr nicht. Schon, na gut. Naja gut, ist ja egal, ob ich den treffe oder nicht. Der hat unaufhaltsam. Wichtig ist halt auch, dass du rauskommst. Ja, ich habe ihm erstmal sein Stärke-Attribut genommen. Perfekt, sehr gut. Der hier muss auch kannst du ihn nochmal angreifen? Nein. Nee. Okay. Kann ich nicht. Ich bin immer noch verlangsamt. Warte mal, wer ist denn jetzt als nächstes? Achso, der da. Na gut, dreh mich mal zu dem um. Oh, ich bin nicht mehr verlangsamt. Nice. Super. Ja, Peil, jetzt bist du mal betäubt, Schnurke. Eins. Aber der hat Konzentration auf dich, ne? Mit betäubt. Ja. Wenn wir dem da Schaden zufügen, dann ist Peiler nicht mehr betäubt. David. Erstmal hinter. Kann ich nicht erstmal den töten, der neben mir steht? Ja, doch, da hast du. Na, wenn du Jusen. Den anderen denn auch noch töten kannst, dann gerne. Jusen ist ja auch noch dran vor dir. Genau. Genau, nice. Die Kamera. Ja, ansonsten, David, bleib erstmal in der Luke, da bist du ja erstmal safe. Oder kannst du nochmal einen kleinen Angriff machen? Ja, ich kann den 59er hier angreifen, ja. Achso, ja, stimmt. Einmal an, bitte. Ja, na dann, hau auf. Ja, ja. Du kannst dann machen. Ach stimmt, durch dein Elixier, ja. Hast du jetzt nochmal eine Aktion.
Dies ist doch sehr gut. Jetzt kriegt den Typen auf weg auf jeden Fall. Aber er hat die Konzentration beibehalten. Mhm. Bei beiden Angriffen. Mhm. Ich bin immer noch nicht da. Jusen muss angreifen. Ja, ich mach's gleich. Aber erstmal muss der mit beenden, dann kommt der andere Typ dran und dann bin ich. Alter, warum? Yep. Warum hab ich denn nur noch so wenig Leben? Kann ich mich noch mal bewegen? Ja, doch, ich kann auch noch um die Ecke laufen. Ach, ist doch gut. Sind wir wenigstens alle schon mal draußen hier. Und wieder verlangsamt. Jetzt sind wir alle verlangsamt. Na toll. Na dann, machen wir einen raus, Jusen. Ja, Jusen, kannst du noch ein Stück, kannst du noch ein Stück weglaufen, damit ich mich besser bewegen kann? Gleich. Oh fuck! Ich krieg gar nichts mehr machen. Das ist das von verlangsamt, Jusen, was ich eben vorgelesen hab. Kannst eine Bonusaktion oder eine Aktion machen. Ja gut. Dann habe ich es jetzt bekeckelt. Kannst du nochmal zurückgehen und deinen Speer werfen oder sowas? Nee, kann er nicht, weil er eine Bonusaktion gemacht hat. Richtig, richtig. Durch verlangsamt kann er nur das eine oder das andere machen und nicht beides. Ja, logisch. Ja, okay, scheiße. Ja, dann beende deinen Zug weiter. Hab ich schon. Der Zwerg ist dran. Dann ist David dran. Tüte. Jupp, dann ist die Hyäne und dann geht's von vorne los. Oh, die Hyäne macht irgendwie nichts. Alter. Alex ist so, dran. Ich bin ja auch wieder verlangsamt, ehrlich. Naja, dann hol ich ihn mal richtig fett in die Fresse hier. Alter, 34. Das war fett auf die Fresse. Sieh. Was ist das? Ist nett. Ja, gut, dann haut er mich. Schaffst du? Na, scheiß drauf. What? Na klar, ein Crit. Picke er sich in sein Knie. Ja, und fliegen hat jetzt nichts mehr? Achso, okay. Aber dafür ist er tot. Ja. Ja, weil ich ihn weggeklärt habe. Richtig. Ja. So, auch wenn du noch weniger Leben hast, aber. Na klar, warum. Ja. Ha! Fick dich! Junge, nächste Runde bist du tot. Ja, siehst du, Alex, hat sich ausgezahlt. Hat sich ausgezahlt, ja. Risiko. Der vor euch ist muss weg. Muss das Herz des Würfels glauben. Oh. Das ist der Herz der Karten. Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr verlangsamt, jetzt kriegst du richtig auf die Fresse da oben. Okay. Ah, ist ja auch nur noch der da oben und die Hyäne. Mhm. Dann muss nicht dran. Okay, Hyäne ist tot. Jusen hat es doch schon abgestochen. Oh. Hier sind da Brocken. Nö, wir können nichts machen. Oh, der Dude. Keiler ist ja auch noch dran. Wo ist denn der Dude? Hier oben bei mir. Wenn ich muss erstmal ein Stück rausgelaufen kommen, Peiler. Neun Schaden genommen, geil. Hätte ich nicht gedacht. Hier oben. So zu Jusen laufen, da kannst du dann gut hochschießen. Bei mir kannst du nicht gut schießen. Also ich treff ganz gut. Oh, süßer. Ja, ich treff ganz gut hier. Kann mich nicht meckern. So, Mino, ich glaube, das war's für heute. Jo, dann machen wir Schluss jetzt. Ich war auch gerade hart verwirrt, aber ich weiß jetzt gerade, wo Alex meint mit oben, aber ich habe es nicht gesehen, weil ich mit der Kamera im falschen Winkel war. Leute, aber ich sag ganz ehrlich, ich habe gut geskillt, Alex, oder? War ja, jo. Hier oben. Also mit meinem Charakter kann man jetzt ein bisschen mehr einfach als vorher. Mit der Kamera hier. Gerade so. Du Wixi. Ich finde gut, dass du nach fast 100 Spielstunden mal verstanden hast, wie man das Spiel spielt. Ja.